zur siebten Runde des Dialogs der Bund- und Tierstadt-Piratenpartei mit Urhebern, Verwertern. Nein, das war kein Einwand. Genau. Mein Name ist Laura Dornheim. Ich werde versuchen, in der nächsten Stunde ein bisschen zu moderieren. Inhaltliche Diskussion kommt dann vor allem hier von meiner linken Seite und natürlich hoffentlich von Ihnen allen. Ich würde vorschlagen, dass wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde starten, einfach, dass auch die Leute, die nachher versuchen, das online sich anzugucken oder nachzugucken, einmal ganz kurz wissen, wer dort alles anwesend ist, vielleicht einfach nur kurz, wer Sie sind, wen Sie vertreten und welche eine Ihrer Kernpositionen vielleicht. Ich sage, ich mal rechnen an. Gerne, ich bin Rainer Stephan, arbeite für den Bundesverband, für die Bundesverwaltung Verdi, bin ehemaliger Rechtsanwalt und Journalist. Mein Name ist Urban Hatti, bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Form Bildkunst seit einem Jahr und habe davor lange bei der DIMA gearbeitet. Mein Name ist Gerd Pfennig, ich bin der Sprecher der Initiative Urheberrecht, ich weiß, ich Urheberrecht vertritt für die Arbeit der Verwertungsgesellschaft in Großbritannien. Eckhard Höpfner, ich bin als Anwalt tätig, bin aber auch seit während der Schulzeit habe ich einen Verlag gehabt und schreibe auch Bücher und bin in diesem ganzen Bereich. Ich bin auch Mitglied der VEB zum Beispiel. Und habe mich auch vor allem mit der Geschichte und der Wirkung des Urheberrechts beschäftigt. Mein Name ist Peter Brüll, ich bin Anwalt aus München, das heißt jetzt in Oberaudorf. Ich vertrete sowohl Urheber wie auch Vergeltergruppen oder Firmen, die Urheberrechte verwerten. Mein Name ist Martin Junger, ich bin hier für den Verband der unabhängigen Musikunternehmen, VUT. Wir vertreten 1300 kleine und mittelständische Musikunternehmen, deren Interessen, und zu unseren Mitgliedern gehört unter anderem auch Herr Kramm. Allerdings dessen Meinung nicht mehr als meine in unserem Verband ist. Mein Name ist Karin Rufus. Ich bin für die politische Kommunikation der GEMA zuständig in Berlin und Brüssel. Und Herr Kramm ist auch Mitglied bei uns. Das mit der Transparenz. Genau. Mein Name ist Steiner, ich bin Direktor Sendo Online bei der GEMA. Ah, mein Name ist Veronika Mirschnitt, ich koordiniere bei Berlin die Aktivität für die GEMA. Ich heiße Robert Staats und bin Geschäftsführer der VG Wort. Die VG Wort vertritt über Rechte von Plattformen Verlag. Mein Name ist Meier Schaus, ich bin vom Hofrechtsanwalt und Richter hier am Berliner Verfassungsgericht und vertrete heute die Initiative C3S, die als europäische Genossenschaft gegründet werden soll und sich Gleichberechtigung der Mitglieder und Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat, aber ansonsten noch in Gründung ist. Mein Name ist Peter Hüber, die Musikproduzentin im GEMA-Mitglied. Mein Name ist Tino Gerlach. Ich vertrete die GVL, die Vergeltungsgesellschaft für ausübenden Künstler und Tonträger Hersteller, 130.000 Verhandlungsberechtigte haben wir zu diesem Programm. Ich bin Kerstin, ich bin Regisseur und Produzent im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm und als Künstlervertreter auch im Verwaltungsrat der VG Bildkunst. Ja, und ich bin der Bruno Kamm, der Urheberrechtsbeauftragte von der Piratenpartei, Mitglied eben in der GEMA, wie auch schon angemerkt wurde, und dadurch, glaube ich, als Mitglied auch ganz gut prädestiniert, um auch Kritik gerade im Inneren des Ladens, des Vereins GEMA auch zu äußern. Genau, ich habe nur noch eine technische Anmerkung. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen von der GEMA müssen etwas früher los, deswegen würden wir zuerst den Schwerpunkt auf diese Themen legen. Und dann würde ich gerne dir auch als Gastgeber einfach den Einstieg in die Diskussion. Gut, gerne. Also wesentlich, was noch ganz schön wäre, wir zeichnen das Ganze ja auf, deswegen. Ich weiß, das ist momentan nicht so leicht, alle wahrscheinlich jeder ein bisschen angeschlagen, erkältungsbedingt. Also immer schön laut und kräftig sprechen, damit dann hinterher auch auf dem Screen alles da ist. Wir machen uns natürlich als Piratenpartei, also wie jeder weiß, wir haben uns viele Gedanken zum Urheberrecht gemacht.
sehen da auch viele Dinge sehr, sehr reformbedürftig, aber nicht nur im klassischen Urheberrecht, bezogen auf Schranken des Urheberrechts und solche Dinge, die wir jetzt auch gar nicht unbedingt diskutieren müssen, weil wir die ja zum großen Teil auch schon im Rahmen unserer letzten Urheberrechtsdialoge alle angesprochen hatten, kümmern wir uns natürlich auch ganz maßgeblich darum, Urhebervertragsrecht zu reformieren. Ist für uns eine ganz wesentlich wichtige Sache, da wir letztendlich dem eigentlichen Urheber in der heutigen Zeit das große Gewicht geben wollen gegenüber Vermarktern auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch großen Internet-Oligopolen, die heute auch existieren. Wir sehen, heute sind die Fronten so vielschichtig, dass es sehr, sehr schwer ist, für viele Urheber überhaupt in diesem Wettbewerb bestehen zu können. Wir sehen da vor allem das Wesentliche, die Möglichkeit, die Demokratisierung von Vertriebsmitteln, von Produktionsmitteln hat dazu geführt, dass endlich dieser Menschheitstraum, dass jeder Mensch seine urheberrechtlichen Schöpfung einem breiten Pool von Menschen vorstellen kann, endlich ermöglicht ist, und sehen da aber natürlich dann auch ganz dringend wesentliche Aufgaben, wie können Urheber, gerade die kleinteiligen Urheber, also ich rede nicht von den Großen, die natürlich mit den Verwertungsgesellschaften besonders gut dastehen und Möglichkeiten haben, ihre Position zu festigen, sondern wie können wir den kleinen Urheber helfen, dort mehr Möglichkeiten zu entwickeln, sei es in Form von Honorierung, sei es auch zu überlegen, sind, und jetzt kommen wir zum Thema Verwertungsgesellschaften, einmal darüber nachzudenken, welchen Auftrag haben Verwertungsgesellschaften heutzutage, wie schaut es mit dem Wandel hin zur digitalen Gesellschaft, zur Wissensgesellschaft auf, wo sind da noch dringende, wo ist da dringender Bedarf, die Verwertungsgesellschaften dort zu reformieren, um eben diesem Bereich gerecht zu werden, dem Online-Bereich. Und dann natürlich auch die grundsätzliche Frage, müssen Verwertungsgesellschaften bezogen auf diesen Wandel generell eine ganz neue Aufgabe wahrnehmen, dass mehr und mehr sich immaterielle Güter von physischen Trägern lösen und letztendlich nur noch als digitales Surrogat im Netz erhältlich sind, müssen da die Verwertungsgesellschaften nicht neue Modelle anbieten, die sich vielleicht auch von Pauschalabgaben lösen und vielleicht auch eher diesen solidarischen Aspekt hin zu kultureller Vielfalt, die zu stützen, anstatt wenig Großverwerter, die ja letztendlich am Markt eh schon sehr gut bestehen können. Diese Fragestellung, die wollen wir heute alle ein bisschen anfangen und würde ganz gerne damit auch beginnen. Ich wollte gerade sagen, ich war kurz so ruhig zu unterbrechen, wir wissen ja, wie toll und wie spannend deine Vorträge sind, aber wir wollen heute diskutieren. Ja. Aber genau um diese Frage, geht es eigentlich darum, die großen bekannten Künstler zu stärken oder geht es darum, auch mehr kleinere Künstler sichtbar zu machen? Wie sieht es denn aus bei der GEMA? Die GEMA ist ja ein Unternehmen, das eher die stärkt, die schon bekannt sind. Die haben auch mehr Mitspracherecht. Sehen Sie da Reformbedarf? Wird da was passieren? Wäre jetzt mal meine Frage. Ja, das würde mich mal echt interessieren, wieso Sie auf die Idee kommen, dass die GEMA also große Künstler stärkt und kleine nicht. Das Gegenteil ist aus unserer Perspektive der Fall. Im Bereich der Lizenzierung behandeln wir alle Mitglieder, alle von uns wahrgenommenen Werke, der Urheber und ihre Verlage genau eins zu eins gleich. Insofern, also gerade in dem Bereich, den Sie ansprechen, nämlich also der Verwertung von Werken und der Förderung der Werke der von uns vertretenen Mitglieder, gibt es überhaupt keine Unterscheidung zwischen groß und klein. Aber Sie unterscheiden auch zwischen Ihren Mitgliedern? Die GEMA unterscheidet, wie die meisten Verwertungsgesellschaften weltweit, nicht hinsichtlich ihrer Mitglieder, sondern sie unterscheidet hinsichtlich der Art und Weise, wie der demokratische Willen innerhalb der GEMA gebildet wird. Durch verschiedene sozusagen Formen der Repräsentanz ihrer Mitglieder in den Gremien. Und das ist für mich ja sozusagen nur suggestiv auf Ihre Einführung doch ein ganz wesentlicher Unterschied. Sehen Sie denn da wirklich die Möglichkeit, also ich meine, bisher, wenn wir uns den Konsummarkt angucken, fördert die GEMA nicht unbedingt übermaßen auch eben genau größere Vielfalt von kleineren Künstlern oder noch unbekannteren Künstlern? Wird es da irgendeine Art Veränderung geben, weil wir sehen, dass da die Kulturlandschaft massiv im Umbruch ist? Ich habe den Umbruch bei der GEMA noch nicht so gesehen. Ja, mich
würde nur wirklich interessieren, wie Sie auf die Idee kommen, dass wir als GEMA kleinere Künstler nicht oder weniger bei der Musik fördern. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mit keinem Zeichen. Ja, sehr gerne. Bitte. Also, ich meine, es ist schön, wie Sie versucht haben, das so blumig zu formulieren, dass da in erster Linie bei der GEMA dieser basisdemokratische Anspruch, dass alle Mitglieder letztendlich in diesem Verein dazu eben durchgerungen haben, gewisse Klassifizierungen vorzunehmen. Es gibt aber nichtsdestotrotz die Unterscheidung von ordentlichen Mitgliedern, Angeschlossenen. Und was die Stimmgewichtung betrifft innerhalb der GEMA, ist die nun mal einfach bei den ordentlichen Mitgliedern, weil angeschlossene Mitglieder im eigentlichen Sinne vereinsrechtlich nicht die Möglichkeiten haben wie ordentliche. Und da würde mich zum Beispiel interessieren, es gibt auch andere Verwertungsgesellschaften, die gänzlich auf diese Klassifizierung unterscheiden. Zum Beispiel, glaube ich, die VG Bildkunst. Da gibt es diesen Unterschied ja nicht, oder? Also bei uns ist es tatsächlich so, dass jedes Mitglied in der Mitgliederversammlung eine Stimme hat. Aber wenn wir natürlich jetzt uns überlegen, warum ist das so? Da müssen wir wollen ja heute auch ein bisschen aufklären, wir wollen ja heute ins Gespräch kommen, um auch vielleicht Verständnis zu bekommen und Informationen auszutauschen. Und ich finde es wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass es Unterschiede gibt bei Verwertungsgesellschaften. Sie werden ja gerne in einen Topf geschmissen, aber wenn man sich anschaut, was sie machen, dann gibt es da einerseits den Erstrechtemarkt, das ist das, was man im Kopf hat. Also wenn Sie an GEMA denken, dann denken Sie daran, dass die GEMA Rundfunksender lizenziert, dass sie Online-Dienste lizenziert und so weiter und so fort. Weil die musikalischen Gesellschaften auch die ältesten Gesellschaften sind, also das Festival. Es gibt dann eine zweite Gruppe von Verwertungsgesellschaften, dazu zählt vor allem die VG Wort und die VG Bildkunst, die sich zu, ich sage jetzt mal, über 90% mit gesetzlichen Vergütungsansprüchen oder besser gesagt mit der Verwaltung von den gesetzlichen Vergütungsansprüchen auseinandersetzen. Das heißt, wir sind im Wesentlichen nicht im Erstrechtemarkt tätig, wir verhandeln also nicht Lizenzen, sondern der Gesetzgeber hat irgendwo eine Schranke geschaffen und hat gesagt, also das ist erlaubt und soll aber ein angemessener Ausgleich gezahlt werden und unsere Aufgabe ist es in dem Bereich, den angemessenen Ausgleich zu verhandeln mit denjenigen, die den zu bezahlen haben, zum Beispiel mit der Geräteindustrie bei der Privatkopie. Und dann geht es darum, wie man diese Summe, die man an einen verteilt. Meistens ist das nicht so direkt möglich wie bei der Erstrechteverwaltung, wo man ganz genaue Nutzungsmeldungen bekommen kann. Da weiß man dann ganz genau, welche Werke genutzt worden sind, sondern man muss etwas pauschaler daran gehen. Insgesamt ist auch noch wichtig, dass dieser Bereich gesetzliche Vergütungsansprüche von seinem Volumen her natürlich nicht so groß ist. In den Bereichen Wort oder Bild, Fotografie beispielsweise, bildende Kunst, da machen die Künstler nicht den wesentlichen Teil ihrer Einnahmen, streiten die nicht aus den Geldern der Verwertungsgesellschaften, sondern die haben einen Erstrechtemarkt. Der bildende Künstler verkauft sein Werk an eine Galerie und die verkauft es weiter, der Fotograf ist bei einer Bildagentur und so weiter, der Wortautor hat seinen Verlag oder ist angestellt bei einem Presseverlag. Insofern machen die Künstler in dem Bereich den wesentlichen Teil ihrer Einnahmen selber, ohne Verwertungsgesellschaften. Und dann gibt es von der VG Bildkunst sozusagen noch einen kleinen Weihnachtscheck, wenn Sie so wollen, aus dem Anteil aus den Vergütungsansprüchen. Bei der GEMA ist das anders. Da kann man durchaus sagen, dass viele Komponisten durchaus einen wesentlichen Anteil ihres Einkommens von der GEMA als Tantieme aus bezahlt bekommen, weil sie halt nicht selber ihre Erstrechte verdienen, sondern weil das so etabliert ist, dass die GEMA es macht. Und ein letztes vielleicht noch, warum macht es die GEMA? Weil es sinnvoll ist, weil es im Bereich der Musik sehr viele Bereiche gibt, wo massenhaft Werke genutzt werden, wo es einfach unwirtschaftlich wäre, wenn man individuell verhandeln würde. Sie hätten Schwierigkeiten damit, mit einem Radiosender aus Australien zu verhandeln, einfach weil es so viele Radiosender gibt. Da müssen Sie noch den in Sibirien beachten und den aus Südamerika. Deswegen hat sich da dieses Netzwerk an Verwertungsgesellschaften gebildet. Also wir müssen immer differenzieren, wenn wir Antworten finden. Ihre Ausgangsfrage war, warum ist One Man, One Vote oder One Woman, One Vote bei der VG Bildkunst? Weil die Unterschiede in der Tantiemenauszahlung und die Bedeutung dieser Tantiemenauszahlung nicht die Bedeutung hat wie bei der GEMA. Okay.
Aber was immer schon war, muss nicht immer so bleiben. Es gibt ja auch das Prinzip zum Beispiel, wir kennen es ganz gut, der Delegation. Das könnte auch jedes GEMA-Mitglied an ein anderes Mitglied delegieren. Und dann dementsprechend hat man auch nicht 1 Million Menschen, sondern aber trotzdem jede Stimme zählt. Ich würde kurz gerne einmal die Wortmeldung durchgehen. Dr. Gerlach wollte mich dringend auch schon zu GEMA sagen. Und dann zu Ihrer These, dass die Großen in die Kürzung des auch im GEMA, aber in Verwertungsgesellschaften bevorzugt werden und die Kleinen so vielleicht mit ihrem Nischenrepertoire auf der Strecke bleiben. Also ich kenne aus eigener Erfahrung ja das Gegenteil. Also Sie alle kennen ja, ich möchte das jetzt trennen auch zwischen der Frage der politischen Willensbildung und der Einflussnahme. Ich denke, das ist ein Sonderfall. Aber das Kerngeschäft der Verwertungsgesellschaft und das Selbstverständnis ist ja die kollektive Rechtewahrnehmung letztlich des Weltrepertoires. Wir haben jetzt gewisse Aufweichungen in Europa durch den europäischen Wettbewerb, aber aus einer Hand kann alles lizenziert werden. Und Sie kennen ja, Sie sind da technikaffiner wahrscheinlich als ich, Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Pareto-Optimum, 80%, 20%, die alte 80-20-Regel, dass Sie ungefähr mit 20% des Aufwands 80% des Repertoires super gut verteilen können. Und es ist leider, spitzt sich das in dem Bereich der kulturellen Nutzung sogar zu. Das ist das kulturpolitische Problem der kulturellen Verarmung, was die Nutzung von Nischenrepertoire angeht, die aber die Verwertungsgesellschaften nur bedingt steuern können. Solange alles Repertoire in einer Hand ist, können wir aber wenigstens sagen, dass mit 80% des Aufwands noch die verbleibenden 20% auch verteilt werden können, identifiziert werden können. Denn das ist ja gerade der Anspruch der Verwertungsgesellschaften, zu sagen, jeder einzelne Berechtigte soll für seine Werke, für seine Leistungen auch vergütet werden. Und das, gerade dieses Selbstverständnis, führt eigentlich schon in dem normalen operativen Geschäft zu einer enormen, muss man so deutlich sagen, Quersubventionierung, indem nämlich die Verwaltungskosten, die ganz überproportional bei den Kleinen, bei der Verwaltung dieses schwer zu identifizierenden Repertoires anfallen, letztlich von allen und auch von den Großen getragen werden. Also wenn Sie sich das jetzt vom Aufwand her angucken, vom normalen Geschäft, muss ich sagen, ist Ihre These eigentlich umgekehrt. Solange das Weltrepertoire wahrgenommen wird, ist die Grundlage auch dafür da, dass die Kosten in die Hand genommen werden können, um auch gerade die Kleinen das Nischenrepertoire auch zu vergüten. Das ist eben gerade diese große Gefahr, die Fragmentierung, dass die großen Rechteinhaber rausgehen aus den Verwertungsgesellschaften. Dann ist nämlich auch gar nicht mehr das Geld da, dass dieses überhaupt noch verteilt werden kann, dieses kleine Repertoire. Also meine Meinung ist, was Bleibendes ist. Das ist ein bisschen pauschal. Also ich habe ja versucht, den Unterschied deutlich zu machen. Die Frage der Willensbildung ist eine andere. Aber ich kann wirklich als Appell nur sagen, wer versucht, also wer die gesetzlichen Grundlagen schafft, um die Arbeit der Verwertungsgesellschaften zu fragmentieren, gefährdet tatsächlich auch die kulturelle Vielfalt, weil die Verteilung dieses Nischenrepertoires nicht mehr finanzierbar ist. Das ist eine schöne Frage. Ihre These, aber jetzt würde ich gerne Herrn Dr. Kroll am Hut zu Wort kommen lassen. Ganz kurz vorab, ich wurde gefragt, ob hier meine Position hier als Vertreter der Piratenpartei ist. Das ist nicht so. Ich bin hier als jemand, der in diesem Bereich relativ seit langer Zeit vertraut ist. Also es gibt doch im Grunde genommen, wenn wir zur GEMA zurückkehren können, zwei Problemfelder. Das eine ist die Online-Lizenzierung und die stagniert und die große Probleme macht. Und das ist auch der Bereich, der die Piratenpartei am meisten interessiert, weil es ums Internet geht. Und das zweite ist die nennbare Kohabitation von Urhebern und Verlegern in einigen Verwertungsgesellschaften, die bei der GEMA deshalb so wichtig ist, weil es dort eben um die Primärverwertung geht. Und da komme ich auf das zurück, was Herr Gerlach gerade gesagt hat, wenn es so wäre, Herr Gerlach, dass man eben im Online-Bereich alle Rechte aus einer Hand bekommen könnte, dann würde alles das ja richtig sein, was Sie sagen. Es ist aber seit Jahren, also ich würde mal sagen seit beinahe 10 Jahren so, dass durch den Ausstieg von genau einer der 4 Mitglieder in den Major Publishern aus der GEMA im Online-Bereich das, was Sie beschreiben, also als die heile Welt der Rechte des Rechteerwerbs, der Möglichkeit des Rechteerwerbs,
im Online-Bereich das Einladen eben nicht mehr gegeben ist. Und das ist das ganz überragende Problem, weil dadurch nämlich alles das, was das Wesen und den Kern der kollektiven Rechtewahrnehmung nach deutschem Verständnis jedenfalls, in Amerika ist es anders, ausmacht, nämlich dass der einzelne Urheber die Nutzung natürlich nicht selbst kontrollieren kann, dass die Transaktionskosten sinken, dass die Verwertungsgesellschaften eine Aufgabe haben, den kreativen Bereich gegenüber den Verwertern zu schützen. Alles das ist im Grunde genommen dadurch aus meiner Sicht nahezu pulverisiert und obsolet. Ich rede jetzt immer vom GEMA- und Online-Bereich, dass zum einen auf der Außenseite die GEMA nur noch über einen, ich würde mal sagen, vielleicht 30% Repertoireanteil verfügt, weil ganz generell wird gesagt, dass die Major-Companies im Musikbereich etwa einen Marktanteil von 70-80% haben. Wenn sie also mit ihren Online-Rechten aus der GEMA raus sind, und ich glaube, das ist so, dann ist das, was übrig bleibt, also irgendwie ein Schweizer Käse, der mehr aus Rechnen als aus Substanz besteht. Das, was dann dort generiert wird und angenommen es würden, also jetzt endlich Verträge zum Beispiel mit YouTube und anderen geschlossen, da ist es so, dass eben aufgrund der Zerstörung des One-Stop-Shop-Modells, das ja früher gab, Sie haben ja das gerade genannt, also recht ist eine Hand, das ist ein One-Stop-Shop-Modell, es ist durch GEMA-Mitglieder, nämlich durch die Major Publisher, zerstört worden, die gleichwohl in der GEMA sind, als wichtigste Mitglieder natürlich, also die haben selbstverständlich im Verwaltungsrat und in anderen Gremien der GEMA das Sagen, sie sind also sowohl drinnen wie draußen. Sie betreiben ihr eigenes Geschäft, nicht kontrolliert, weil das Justizministerium und die Aufsicht das ablehnt, nicht als Verwertungsgesellschaften kontrolliert, obwohl alle Merkmale wirklich die an Verwertungsgesellschaften nach unserem Verständnis ausmachen, natürlich auch auf CDAS, Hacker und so weiter zutreffen. Also sie unterliegen nicht dem Wahrnehmungszwang, das kann nicht erkannt kommen und sagen, ich mache das so super, ich möchte mein Recht auch überhaupt wahrnehmen lassen. Es gilt nicht der Abschlusszwang, Paragraph 11 ist obsolet in diesem Bereich. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine chaotische Situation. Jetzt kommt der zweite Punkt und dann sind wir gleich fertig. Obwohl die Verleger also ein wirklich doppeltes Spiel betreiben und das System der Verwertungsgesellschaften letztlich zerstören, das ist auch der Enquete-Kommission im dritten Bericht zu erwähnen, dass also das eigentliche Problem, die Konkurrenz zwischen solchen Gebilden wie CDAS, Beckel und so weiter auf der einen und den Verwertungsgesellschaften auf der anderen Seite ist, sind sie in der GEMA drin und sie beziehen natürlich ihren 40% bzw. 33% Anteil. Und nachdem nun in Sachen Vorwurf gegen Frau Vivant dieses, ich würde sagen, bahnbrechende Urteil, ich wundere mich darüber, dass es so lange gedauert hat, bis ein Gericht das gesehen hat, dass nämlich es nicht sein kann, dass Verwerter, die keine Rechte in die Verwertungsgesellschaft einbringen, die bei der VG Wort, und das gleiche gilt natürlich für die GEMA, dass die auch nicht die Hand aufhalten können und beinahe die Hälfte der Einnahmen kassieren. Nachdem das klar ist, stellt sich natürlich ganz massiv, für mich jedenfalls, die Frage, wie kann es sein, dass also die für die Kontrolle der Verwertungsgesellschaften zuständigen Instanzen, das ist das Deutsche Patentamt und das darüber thronende Justizministerium, das letztlich schützen und sagen, alles in Ordnung, nur weiter so. Und das Patentamt prüft, hier, aber das Patentamt überhaupt nichts prüft, oder wenn sie prüfen, dann kommt überhaupt nichts voraus. Vielleicht im Jahr 2020 kommt irgendwas Unbrauchbares mal raus. Man kann dagegen, weil es auch nicht in der Form von Verwaltungsakten ist, zwingend erforderlich wäre, geschieht. Man kann dagegen also nicht etwa zum Gericht gehen, ganz abgesehen davon, dass das Verwaltungsgericht natürlich nicht gerade egal ist. Aber das ist das Problem. Es ist also nicht die. Nicht nur die Beteiligung der Verlage innerhalb der GEMA und der VG Wort, sondern die fehlende Kontroll-, Aufsichts- und Sanktionsmöglichkeit auf der einen Seite, oder so wie die das sich leisten könnte, aber da muss man irgendwie auch Leute da nach München setzen. Und zweitens ist es eben die Tatsache, dass eine Erosion ungeahnten Ausmaßes in den letzten Jahren stattgefunden hat. Daran ist die EU-Kommission schuld, weil sie eine völlig bescheuerte Vorschlag gemacht hat im Jahr 2005,
den haben natürlich die Major Publisher, also ja, die großen internationalen Verlagsunternehmen, dankbar. Es dauerte nur Wochen, bis die Silas gegründet war, aufgenommen, haben sich ausgegründet und jetzt haben wir das schon in Straße. Vielen Dank. Kleines Wortmeldung noch sagen. Ich würde Sie gerne alle bitten, sich ein bisschen kürzer zu fassen, weil heute sehr viele sind, aber ich weiß, es brennt Ihnen alle unter den Nägeln, aber ich würde auch gerne viele Stimmen anziehen. Ja, ich würde ganz gerne einfach nochmal sozusagen auch den Einstieg rekurrieren und dann hat ja netterweise der Dr. Kohl also in vielerlei Hinsicht Kontroverses uns zum Kaum gegeben, da würde ich auch gerne noch was dazu sagen. Also nur nochmal zum Einstieg, nämlich also der Frage, also Sie kamen ja aus der Ecke zu fragen, also ob die kleinen Urheber anders sozusagen oder weniger gefördert werden würden als die großen. Und ich glaube, da haben wir also für die Verwertungsseite jetzt relativ ausführlich und wie ich finde auch richtig Stellung genommen. Was die Frage der Mitgliedschaftsrechte angeht, und da haben Sie ja, glaube ich, eigentlich primär darauf rekurriert, muss man einfach sagen, wir arbeiten hier auf Basis einer gesetzlichen Regelung, die genau dieses Prozedere jedenfalls für Verwertungsgesellschaften wie die GEMA fordert und fördert. Sie sagt nämlich, dass die Verwertungsgesellschaften grundsätzlich berechtigt sind oder dass es der Normalfall ist, dass sie verschiedene Gruppen von Mitgliedern haben. Sie müssen aber dafür sorgen, dass alle Mitglieder der Verwertungsgesellschaft eine angemessene Repräsentanz in den inneren demokratischen Abläufen der Verwertungsgesellschaften haben. Und um nochmal sozusagen, weil wir uns als GEMA ja auch konkret angesprochen hatten, wie machen wir das? Wir wählen sozusagen die hinsichtlich der außerordentlichen und angeschlossenen Mitgliedern Delegierte, die in den entsprechenden Mitgliederversammlungen volles Sitz- und Stimmrecht haben, wie alle anderen ordentlichen Mitglieder auch. Und hier praktisch, und sind alle Parlamentarier, denke ich jedenfalls mal, im Sinne einer parlamentarischen Demokratie, einer repräsentativen Demokratie, eben Delegierte entsenden, die dort ihre Wünsche und ihren Willen vortragen und alle Anträge und alles stellen können. Und das Ganze muss man sich nur mal vor Augen halten, also fußt im Wesentlichen darin, dass die Verwertungsgesellschaften einen sogenannten doppelten Kontrahierungszwang haben. Das bedeutet zunächst mal, wir müssen jedermann, der Mitglied einer Verwertungsgesellschaft werden will, auch aufnehmen. Wir haben, wenn Sie so wollen, praktisch keine Form von Kontrolle, wollen wir auch gar nicht, aber wenn jemand zu uns kommt und ein Werk hat und bei uns registriert, müssen wir ihn als Mitglied aufnehmen. Das, wenn man sich anschaut, mal, also zum Beispiel die Struktur der Mitglieder der GEMA, dann sieht man, dass wir einen riesigen Prozentsatz, ich sage es mal in der Größenordnung von 30-40% unserer Mitglieder haben weniger als 5 Werke angemeldet. Ja. Wir haben aber natürlich auch Mitglieder, die, sage ich mal, wesentlich mehr Werke angemeldet haben und die auch aus ihren Werken einen höheren Grad an Einkommen, einen größeren Teil an Anteil gesehen haben als schaffen. Und um sozusagen die Idee, die dieser Regelung zugrunde liegt, ist die, dass man eben sagt, wir nehmen jedermann auf und dafür differenzieren wir hinterher in der Last der Steuerung der Verwertungsgesetze. Das wollte ich nur gerne sozusagen zum Anfang noch ergänzen. Und dann nahe, dass ich noch ein bisschen mehr mitfühle. Die Gnade, dass ich mich aufnehme, aber wir sind eben keine. Das ist keine Gnade jetzt, sondern das ist ja, wir haben den wir jedermann. Ich sage ja, wir sind von Kraft gesetzesverpflichtet, jedermann aufzunehmen und bestätigen wir. Und sozusagen, wenn ich kurz nochmal Richtung also online und auch mit Herrn Voll rekurrieren darf, dann sehen wir das natürlich grundsätzlich völlig anders. Insbesondere die von Ihnen genannten Marktanteile sind also, glaube ich, relativ frei erfunden, aber natürlich ist es wieder Realität. Enquete-Kommission. Und ja, aber als Direktor sozusagen, der für die Online-Lizenzierung verantwortlich ist und der ein gutes Überblick über den von uns wahrgenommenen Verfahrenteil hat, kann ich Ihnen nur sagen, das ist also weit von richtig. Im Übrigen können wir insbesondere im Bereich der Aufführungsrechte nach wie vor aufs Weltrecht, aber auch im Online-Bereich zurückgreifen. Das heißt sozusagen, Ihre These, dass wir hier nur einen Schweizer Käse vertreten, ist nicht richtig und darum gelten im Grundsatz eben die von Herrn Dr. Gerlach in der Ausführung natürlich weiterhin fort. Und was das Thema CELAS und PayCall angeht, also nämlich die Frage, haben große Verlage, große Rechteinhaber ihre Rechte aus den Verwertungsgesellschaften zurückgezogen, aufgrund der Online-Recommendation der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2005? Ja, ist richtig.
Sie dürfen aber eben nicht vergessen, dass gerade weil die rechte Inhaber von den Kapitäten der GEMA überzeugt waren, 3 von 5 Mails der Tatars wieder bei der GEMA umgewandelt sind, auf eine europäische rechte Wahrnehmung. Das heißt also einen größeren Wahrnehmungsbereich als vorher. Und auch andere haben Interesse signalisiert, aber aus rechtlichen Gründen können wir nicht mehr machen. Ich würde nur sagen, das ist im Gegenteil ein Beleg dafür, dass wir hier offensichtlich Qualität haben. Gut, Herr Höfner, wir wollten gerade schon dringend. Also was mich ein bisschen stört, das ist sozusagen der Unterschied, das ist bei der GEMA die hauptsächliche Anknüpfung, sicherlich auch die Erstnutzung erfasst wird, an die Stützern, an die Reihenstützern. Das ist dasjenige, was ich jetzt sozusagen sage, man fördert diejenigen, die sowieso schon genug verkaufen. Das funktioniert über diese Mail-Gesetze und diese ganzen Erfassungsprozesse. Bei der VG Wort funktioniert das im Wissenschaftsbereich bei den Autoren anders. Typischerweise haben die Autoren völlig unabhängig letzten Endes davon, wie viel sie verkaufen, einen gewissen Betrag. Das ist, glaube ich, eine andere Art von solidarischem Verständnis, weil ein Autor, ob der 100 Stück verkauft oder 1000 Stück verkauft, das ist beim Autor, bei der Leistung des Autors, das ist wahrscheinlich relativ gleichgültig. Das heißt, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir wollen kulturelle Vielfalt fördern und wir möchten gerne die Vielfalt fördern, dann müssen wir an und für sich diejenigen fördern, die wenig verkaufen. Weil diejenigen, die viel verkaufen, dahinter helfen wir denen, die echt keine Hilfe benötigen. Das ist, glaube ich, dieses Problem, was man erst noch bei der GEMA hat. Der andere Punkt ist natürlich ganz klar, wir haben, ich weiß nicht, 10 Milliarden Buchhandelsumsatz und 120 Millionen Einnahmen, wenn das wäre in dem Musikbereich, würde ich sagen, glaube ich, 3 Milliarden und 800 Millionen oder 850 Millionen haben. Das heißt, diese Gewichtung der GEMA ist natürlich in diesem ganzen Bereich ganz anders. Und viele Musiker, das ist auch so ein Problem, die sehen natürlich die GEMA eigentlich als ihr Urheberrecht an und kriegen sozusagen mit, dass sie natürlich auch da, das meine ich eben, relativ wenig bekommen. Die ganzen Bands, die ich kenne, die füllen irgendwas aus, wenn die im Settling Konzert machen. Die schreiben irgendwas rein. Die schreiben rein, sie haben Born in the USA gespielt oder sonst irgendwas, weil die genau wissen, das ist völlig gleichgültig, was ich da ausfülle beim Konzert. Ich kriege sowieso nichts. Ich kenne sehr viele, wirklich. Das sind so diese Probleme zum Beispiel, die ich jetzt da ein bisschen so sehe, mit der Förderung der Vielfalt, weil man gerade sozusagen die am Markt etwas erfolgreichen oder sehr erfolgreichen doch letztendlich zahlenmäßig mehr bekommen. Erlauben Sie mir, dass ich vielleicht darauf noch einen Aussage ist, dass wir hier in einem gesetzlichen Rahmen operieren, der sagt, dass jedes Mitglied einen angemessenen Beitrag, sozusagen einen Anteil aus der Verwertung seiner Rechte erhalten muss. Ja, ich sage nicht, dass sie rechtswidrig handelt und sonst irgendwas, sondern die Frage ist sozusagen, ob das jetzt in diesem Sinne ist. Das ist für mich die Frage, ob das jetzt im Sinne zum Beispiel der Musiker ist, dass man jetzt eben genau dieses Prinzip hier so durchsetzt. Das ist ein altes Prinzip aus den Stückzahlen, die ja im Bereich der heutigen Digitaltechnik nicht mehr stimmen. Ja, aber Sie müssen, wenn Sie so wollen, in diesem System auch immer die Rechte derjenigen sehen, die sozusagen abgeben. Und da auch hier gibt es den gesetzlichen Rahmen, der sagt, die Verwertungsgesellschaften sollen soziale und kulturelle Zwecke fördern. Und im Rahmen der GEMA ist es so, dass unsere Mitglieder solidarisch bereit erklärt haben, 10% des Gesamtaufkommens aus gewissen Verwertungsbereichen für soziale, kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen. Und es sind genau die Themen, wo eben entsprechend passiert. Ich würde hier gerne anbringen. Wir sind ja heute hier, um vielleicht auch darüber nachzudenken, welche Gesetze vielleicht an Änderungen dürfen. Herr Dr. Kochen, Sie wollten dringend noch sagen, ich weiß nicht, ob es noch. Nein, ich nehme das gerne auf. Ich will anknüpfen an das, was Herr Voll gesagt hat zum DPMA, er hat es gescholten. Aber ich glaube, wenn wir uns überlegen, wo wir was ändern wollen und wenn wir sozusagen die Schulden suchen, dann müssen wir nach Brüssel schauen. Ja. Die EU-Kommission, richtig, ja. Nämlich schade. Ich will darauf hinweisen, dass die musikalischen Verwertungsgesellschaften um die Jahrtausendwende schon ein System eingeführt hatten, etwas später war es, was den One-Stop-Shop im Online-Bereich bewirkt hat letztendlich. Also man hätte damals alles von einer Verwertungsgesellschaft aus einer Hand bekommen können. Stichwort ist Santiago Barcelona. Und warum ist das gescheitert? Warum kam es zu dieser Recommendation im Jahr 2005? Weil in Brüssel diejenigen, die den Wettbewerbsgedanken verfolgen, die Oberhand haben. Brüssel ist nun mal Binnenmarkt vor allem
nehmen Sie die Rede von Cameron. Und im Binnenmarkt ist normalerweise das Allheilmittel der Wettbewerb. Und der Wettbewerb wurde eingeführt, jetzt haben wir ihn. Und jetzt kann man sich überlegen, wer war jetzt eigentlich schuld an dem ganzen Dilemma? Eigentlich nicht die Verwertungsgesellschaften, die hatten eine bessere Lösung. Und wenn wir jetzt uns die heutige Situation angucken mit den Major Publishern, die ihre Ausgründungen haben, dann dürfen wir eines nicht vergessen, Herr Paul, diese Löcher im Käse, das sind ja dann die Publisher und das, was übrig ist vom Käse, das ist das Nischenrepertoire. Das ist das, wenn wir sagen, kulturelle Vielfalt, das sind finnische Kompositionen, die die Majors gar nicht mehr haben wollen. So, die bleiben dann sozusagen bei den Verwertungsgesellschaften, jetzt kommt's, die werden zu genau denselben Konditionen lizenziert wie Thriller von Michael Jackson oder Lady Gagas neuester Hit. Das ist sozusagen das, was man sozusagen noch als Positives mal betonen muss. Dadurch, dass es der GEMA und anderen Verwertungsgesellschaften gelungen ist, diese Publisher an Bord noch, sage ich mal so, zu halten, zwar ausgegründet, aber irgendwo noch im System, hat man dieses Nischenrepertoire, kann man da andocken und die Tarife sind dann ja schon gleich. Da gibt es irgendwie dann keine Unterschiede. Und insofern, wenn wir über kulturelle Vielfalt reden, wenn wir darüber reden, wie wird Nischenrepertoire gefördert, kann man sagen, hat man hier noch das Beste draus gemacht. Das heißt, die unsichtbare Hand hat mal wieder versagt. Wenn Sie sagen, es funktioniert über Wettbewerb offensichtlich nicht so, wie es soll. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, der One-Stop-Shop wurde nicht von den Verwertungsgesellschaften kaputt gemacht. Und eigentlich auch nicht von den Publishern, weil die haben ja mitgemacht zum damaligen Zeitpunkt. Das kam dann erst, ich will jetzt keine Spekulationen machen, wer mit wem an einem Tisch saß, aber die EU-Kommission war da sicherlich förderlich, weil die war ja den Wettbewerb irgendwo in der Brechstange einzuführen. Ursachenklärung hilft sicher, wir suchen aber keine Schuldigen, wir wollen ein bisschen konstruktiv rangehen. Jetzt aber hier nochmal ganz dringende Wortmeldung, dann würde ich Bruno gerne nochmal angucken. Dr. Gerlach wollte auch noch was sagen, ich habe Sie auf der Liste. Ja, vielen Dank. Ja, ich kann das nur unterstreichen, was Oman Papi eben gesagt hat. Ich glaube auch, dass wir bei der Frage, wie die Zukunft der Verwertungsgesellschaften aussehen, vor allem nach Europa schauen müssen und nach Brüssel schauen müssen. Denn Sie wissen, es gibt dort einen Richtlinienentwurf für die Verwertungsgesellschaft, der dort im Moment behandelt wird. Und wenn dieser Entwurf so beschlossen würde, dann hätte das erhebliche Konsequenzen für das System, was wir in Deutschland bisher hatten. Und insbesondere auch für den One-Stop-Shop, den es im Musikbereich nicht mehr so gibt, in anderen Bereichen allerdings durchaus noch gibt, im Bereich des VW Board. Wir haben noch eine Art von One-Stop-Shop bei uns, glücklicherweise. Und man sollte versuchen, auf europäischer Ebene es hinzubekommen, dass dieser One-Stop-Shop gestärkt wird und nicht weiter geschwächt wird. Denn das ganze System des deutschen Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes beruht im Grunde genommen auf dieser Annahme, dass die Verwertungsgesellschaften faktisch Monopole sind, einen One-Stop-Shop bilden. Da kommen all die Verpflichtungen her, die Sie ja auch richtig finden und die zu Recht bestehen mit Kontrahierungszwängen, mit Wahrnehmungszwang, mit Abschlusszwang, mit einer Aufsicht, mit einer Zulassungspflicht und dergleichen. Nur das ist alles sozusagen geschaffen worden vor dem Hintergrund, dass eine Verwertungsgesellschaft in einem bestimmten Bereich als One-Stop-Shop, als eine Art praktisches Monopol unterwegs ist. Wenn man das aufgibt, dann ist die große Frage, welche dieser Regelungen noch gerechtfertigt sind und wie das ganze System, was wir bisher hatten, überhaupt noch funktionieren soll. Deswegen glaube ich, im Moment ist wirklich der Blick nach Brüssel ganz besonders wichtig, um aufzupassen, dass wir dort nicht eine Vorgabe bekommen, die hier das System der Verwertungsgesellschaft in einer Weise verändern würde, die, glaube ich, auch nicht im Sinne der Piraten sein dürfte. Lassen Sie mich noch, ich weiß nicht, ob wir noch zu der Diskussion Vogel gegen Vorgeburt später kommen, es steht auf der Tagesordnung, ja, das war gut. Dann sage ich natürlich zu dem Punkt dann auch noch was. Herzlich gern. Du brennst auf die Nägel. Dann also ich möchte gerne auf Herrn Steiner antworten, dass also, man ihm zuhört und er ist natürlich auch, denke ich, bei der GEMA an der richtigen Stelle mit schönen Worten diese demokratische GEMA darzustellen, die eins seiner Aufsichtsratmitglieder, der Prinzen
Sänger ganz anders erklärt hat vor kurzem im Bayerischen Rundfunk, als er sagte, die GEMA kann doch kein demokratischer Verein sein, hier geht es doch ganz klar um wirtschaftliche Interessen und die muss man eben auch durchsetzen. Und so hat er das gesagt. Und ich glaube, das entspricht auch dem Prinzip der GEMA viel mehr. Und Sie stellen es so ein bisschen dar, als wäre die GEMA schon immer dieser basisdemokratische Apparat gewesen. Das war er nicht. Ich erinnere mich an Jahrzehnte des Ärgernisses über das Türverfahren, was genau dazu geführt hat, dass im Verteilungsplan A, der den Live-Bereich betrifft, genau das Gegenteil von dem passiert, was hier die Herrschaften so wunderbar als ja, der kleine Künstler wird ja gefeatured, der kleine Urheber, dem komplett widerspricht. Schauen wir uns doch an, was im Pro-Verfahren stattgefunden hat, welche Form der Umverteilung. Und ich kann das selber aus eigener Praxis meiner eigenen Band begutachten, wo ich sehe, wo Tausende, die für Lizenzierung meines eigenen Repertoires, ich habe immer nur mein eigenes Repertoire aufgeführt, gespielt wurden, dann kleinste Beträge erwirtschaftet haben. Da habe ich das selber immer wieder gesehen. Also insofern, natürlich, Sie können jetzt argumentieren, das Pro-Verfahren wurde umgeworfen und wenn man sich so anschaut, was die GEMA früher gesagt hat, natürlich hat sich da einiges schon bewegt. Der Fels in der Brandung gegen die Digitalisierung ist ja einer der Kernsätze der GEMA lange Zeit gewesen. Das vertritt nicht mehr heute der Herr Heke, aber sein Vorgänger hat genau diesen Satz so gesagt. Die GEMA ist der Fels in der Brandung gegen die Digitalisierung und möchte dort auch ganz klar schauen, dass sich dieser Marktbereich nicht so etabliert. Was generell zu kritisieren aber ist, wir sehen bei den Kulturgütermärkten, dass diese Märkte sich diversifizieren. Und zwar hinsichtlich dessen, dass es mehr und mehr kleinteilige Urheber eben gibt. Viel, viel mehr als früher. Das liegt an dieser Demokratisierung der Märkte, der Produktionsmittel und der Vertriebsmittel. Die GEMA dem aber nicht Rechnung hält, weil sie eben schon unterscheiden. Und gerade diese Unterscheidung der ordentlichen Mitglieder macht genau diesen Punkt aus. Und da müssen wir über neue Modelle nachdenken. Auch hinsichtlich dessen, was der Auftrag ist. Wir müssen uns auch mal überlegen, natürlich kommt dieses Modell sich zu Urheber, also sprich Komponist, Textdichter, Verleger in der Art und Weise, wie sie jetzt heute noch honoriert werden, auch historisch zustande. Natürlich hatte der Musikverleger früher eine gänzlich andere Rolle. Und so gesehen, wenn wir nur kurz anschneiden, VG Wort, Urteil, der Musikverleger ist ja jemand, der letztendlich von seinem Leistungsspektrum gegenüber dem Buchverleger ja sogar noch mehr in den Hintergrund getreten ist, weil der Notendruck heutzutage keinerlei Rolle mehr spielt. Diese geschichtliche Balance aber, Urheber von Komponist und Textdichter, hat sich ja heute auch komplett verlagert. Die Zahl derer, die ihre Werke als Bands selber schreiben, ist überproportional gestiegen. Das ist Ausdruck dieser großen Revolution, die letztendlich schon Anfang der 80er stattgefunden hat, in der ganzen Punkbewegung, im ganzen Alternative-Segment, dass mehr und mehr Urheber eben nicht mehr klassisch als Interpreten, Repertoire von Textdichtern und Komponisten lizenzieren, sondern selbstständig Urheber sind. Und diese Zahl ist so unglaublich groß geworden im Markt, diversifiziert und dem wird nicht Rechnung getragen. Und wenn wir dort etwas kritisieren, geht es uns in erster Linie darum, dass wir eben wollen, dass genau diese Urheber, eben diese vielen kleinteiligen Urheber, eine Möglichkeit haben, sich über die GEMA zu honorieren. Und wissen Sie, es hat einen Grund, warum mehr und mehr junge Bands keine GEMA-Mitglieder mehr werden. Und das ist eine riesensteigende Zahl. Ich bemerke es selber bei mir in meinem Label, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Labels, gerade im Subgenre-Segment, weil sie merken, dass die Verwertungsgesellschaften, die klassischen, ihnen nichts mehr bringen, sondern sogar für sie ein Hemmschuh sind. Weil die GEMA zum Beispiel auf so wesentliche Punkte keine Antwort liefert. Zum Beispiel, dass Urheber die Möglichkeit haben, Teile ihres Repertoires unter Creative Commons Lizenz zu stellen. Das sind so wesentliche Dinge, die wichtig sind, damit man dem Markt der heutigen Zeit auch Rechnung tragen kann. Und da wird letztendlich immer noch eine elitäre Politik verfolgt, dass das klassische ursprüngliche Modell, wo unterteilt wird, hier gibt es einen Interpreten, der lizenziert bei Urhebern, als wäre das Allheilmodell der Musikbranche, ist es aber schon lange nicht. Herr Gerlach, Sie wollen auch schon länger einen Einwand machen und Steiner zu dringend antworten. Für Sie war das vor, wann lassen wir das vielleicht noch ein bisschen zu deeskalieren? Ja, also diese Forderungen, die Herr Kramp angesprochen hat, sind ja nicht neu. Also wenn Sie den dritten Bericht der Ergebnisse-Kommission vom November 2011 lesen,
da steht das alles drin, also eben eines von vielen von der E-Kommission befürworteten Passagen lautet auch die Möglichkeit lizenzfreier und jedermann lizenzierter Inhalte, wie sie durch Open Source Software und CC-Lizenzen verwendet sind, bekannt zu machen und zu fördern. Projekte wie Linux oder Wikipedia zeigen eindrucksvoll, wie gefördert werden kann. Und dann geht es um mehr Transparenz und es sind lauter Forderungen drin. Ich hätte mich gefreut, Herr Steiner, wenn ich nicht dieses abgedroschene Zeug, Entschuldigung, hören muss, sondern wir sind unter uns höre, in welcher Weise die GEMA versucht, den Herausforderungen, die eben durch das Internet und durch diese ganze Entwicklung zwingend notwendig sind, wie sie dem Rechnung tragen will. Also was ist die Antwort der GEMA beispielsweise auf die Forderungen der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, November 2011? Man hat den Eindruck, als interessierter Beobachter, dass bei der GEMA irgendwie die Zeit absolut steht, da ist kein Windhauch, da tut sich gar nichts. Ich höre immer diese wunderbaren Reden über, wie wunderbar die GEMA-Welt geordnet ist. Und derweil stimmt im Grunde genommen alles davon. Sie haben recht, Herr Partner, und Sie haben es ja auch gesagt, Herr Staats, natürlich ist die EU-Kommission schuld in dieser, wie ich vorhin schon gesagt habe, bescheuerten Empfehlung von 2005. Aber wenn Sie sagen, da wurde also aus wettbewerbsrechtlichen Betrachtungen wurde das gemacht, ja, welcher Wettbewerb denn? Es geht ja immer nur für die EU-Kommission um den Wettbewerb der Verwertungsgesellschaften und die Rechnung. Es geht nicht um den Wettbewerb ins Außenverhältnis. Wie wäre es denn, wenn mal ein Wettbewerb im Außenverhältnis geschaffen würde? Weil das ist das für uns hier Wichtige. Wir sind ja, glaube ich, keine Kollegen hier, ich sehe keinen. Also wir sind irgendwie normale Staatsbürger, die daran interessiert sind, dass auch in Deutschland der Entwicklungsrückstand im Online-Bereich, den wir haben, gegen nahezu allen anderen Ländern, jedenfalls in den USA, dass das mal aufgehört wird. Und was ich vermisse, ist, dass eben die, insbesondere die GEMA, sich endlich dazu bequemt, Geschäftsmodelle, die praktiziert werden. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich ja so ein, zwei Verbände vertrete, zum Beispiel Verband dieser Medien in Hamburg, Geschäftsmodelle zur Kenntnis zu nehmen, statt irgendwo vom Himmel geholte Tarifmodelle mit Mindestvergütungen in den Bundesanzeiger zu setzen, ohne dass die irgendwie vorher mal mit der Verwerterseite vielleicht mal durchgesprochen werden. Das ist beispielsweise in der Schweiz so. Das Schweizer Gesetz verlangt, dass Tarife erst etabliert werden, veröffentlicht werden, wenn beide Seiten miteinander gesprochen haben. Also, die GEMA haut einen Flock irgendwo auf den Mond ein und dann dürfen alle japsen und springen, wie sie das Ding wieder runterholen. Und Geschäftsmodelle interessieren die GEMA überhaupt nicht. Sie haben Mindesttarife, beispielsweise im Bereich Videoauswertung. Da gibt es also zum Beispiel so einen Nischenbereich, der heißt Covermount auf Zeitschriftenbeilagen. Das ist ein Geschäft, das also kaum irgendwelche Einnahmen bringt, das ist minimal. Das interessiert die GEMA überhaupt nicht. Sie verlangt Sturheit an Mindesttarifen. Ja, nee, lass mich kurz aussehen. Ja, ja, ich bin gleich fertig mit dem Punkt. Und das Gleiche. Ich habe gerade überlegt, ob Sie vielleicht auch mal ein Statement machen möchten. Ja, ich bin gleich zu Ende, das sind zwei Sätze. Und das Gleiche ist beispielsweise im Online-Bereich, wenn sich die Auseinandersetzung mit Google, die nicht meine Mandantin ist, aber ich beobachte das halt, anschauen. Google hat ein bestimmtes Geschäftsmodell. Was macht die GEMA? Sie verlangt also eine Mindestvergütung pro Stream, statt wie überall im Ausland eine prozentuale Beteiligung an den Erlösen von Google, obwohl das in § 13 Absatz 3 vorgeschrieben ist. Also da ist eine derartige Inflexibilität verbunden eben mit einem Dreifachmonopol, das Urheberrechtsmonopol, die Verwertungsgesellschaft im Monopol und die Bündel und alle Rechte ist nochmal ein Monopol, die natürlich zu Aufruhr bei normalen Bürgern führt. Aber wir wollen auf ich habe schon gesagt, es geht uns ja gerade auf die Partei darum, das konstruktiv voranzutreiben. Ich greife gerne die Anregung auf, ein bisschen mehr Akzente zu setzen und würde mal sagen, wir gucken uns mal ein bisschen genauer das Thema Creative Commons an. Das ist was, was sich offensichtlich stark etabliert hat. Das ist was, womit die GEMA zum Beispiel meines Wissens noch große Berührungsängste hat. Wir haben jemanden von C3S da, möchte ich es nicht unterbrechen, aber ich fände es schön, wenn Sie dazu kurz was sagen können und dann vielleicht auch Frau Rufus einfach mal geben. Ja, ich weiß, aber... Aber Frau Rufus, Sie dürfen gerne auch selbst was sagen.
Das finde ich ganz nett von Ihnen. Ich bin auch überhaupt nicht mundfaul, wenn Sie das meinen. Was mich ärgert, ist, ich bin für die politische Kommunikation zuständig. Das weiß Herr Kramm sehr genau. Wir haben sehr viele Stellungnahmen ausgetauscht und uns auch viel ausgetauscht, auch mit Ihnen, über unsere Positionen, ganz besonders was auch den Enquete-Bericht, der Enquete-Internet angeht. Was mich wundert, ist, dass davon wirklich keine unserer Ideen und keine unserer Vorstellungen irgendwie aufgenommen worden sind. Und wenn ich jetzt einfach nur höre, die GEMA bewegt sich nicht, die GEMA tut nichts, die GEMA, die GEMA, die GEMA, dann habe ich das Gefühl, das ist im Moment auch sehr, sehr einfach, ja. Die GEMA bewegt sich in sehr, sehr vielen Dingen, die aber zum großen Teil wirklich auch in der politischen Diskussion ignoriert werden. Echt? Und das, Sie dürfen das gerne sehen. Also zum Beispiel in unseren Reformbemühungen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn so abgetan wird, dass das Pro-Verfahren so lange sozusagen auch, und da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir sind ein Mitgliedsverein, von unseren Mitgliedern getragen worden ist und das Pro-Verfahren jetzt abgeschafft worden ist, dann finde ich, ist das etwas, was im demokratischen Prozess dieses Mitgliedsvereins relativ lange auch gedauert hat. Und ich widerspreche Ihnen dann zu sagen, dass das etwas ist, wo man sagt, dieses ist etwas, was wir einfach so vom Tisch tun, weil es ist ja jetzt erledigt. Es sind eine Menge Dinge, Sie erinnern sich die Delegiertenanzahl. Natürlich können Sie sagen, das reicht uns nicht. Aber dass die Delegiertenanzahl auf 100 von uns vorgeschlagen angerufen werden sollte, dass sie von den Delegierten selber auf 60 reduziert worden ist, ist etwas, was ich finde, was wir ganz konkret dann auch mal benennen müssen. Herr Kramm, Sie hätten einer dieser Delegierten werden können bei der GEMA. Sie sind nicht gekommen, als es um die Wahl ging. Nehmen Sie doch Gebrauch von Ihrem demokratischen Recht. 86 Leute im Vergleich zu 3000. Das ist doch ein lächerlicher kleiner Zahl. Reden Sie doch mit den Delegierten. Nein, Entschuldigung, nur zu der Kommentar. Ich muss darauf ganz kurz antworten, weil es stimmt einfach nicht. Ich würde auch ehrlich gesagt gerne, weil offensichtlich haben Sie beide extrem viel miteinander kommuniziert. Ich gehe davon aus, der Rest des Tisches hatte keinen Einblick in die Kommunikation, genauso wenig wie ich. Deswegen fände ich es sehr schön, wenn wir diese Themen auf den Tisch bringen, anstatt anzusprechen, dass nicht über diese Themen gesprochen wird. Also Sie haben jetzt gerade ein paar Punkte genannt, aber ich fände wirklich das Thema Creative Commons sehr spannend. Ich würde mir einfach wünschen, da zu hören, Sie sagen, es gibt extrem viele Reformbemühungen. Wie wollen Sie damit umgehen? Was ist da der Plan? Also ich habe jetzt einige Punkte angesprochen, die besonders auch die interne Reform der GEMA angehen. Die ist ja auch sehr, sehr wichtig und darüber haben wir uns ja in der Vergangenheit auch viel, und zwar seit der Enquete-Kultur auch unterhalten. Und insofern ist mir das auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier auch einiges geschehen ist. Wenn ich jetzt mit meinem Direktor Sendung und Online hier sitze, dann werde ich im Teufel tun, über Creative Commons etwas zu sagen, wenn ich hier den Experten sitzen habe. Aber deswegen ist er da, damit wir genau über diese Themen sprechen. Darf ich gerne, Herr Steiner? Ne? Also insofern würde ich sagen, das sollte er sicherlich Herr Steiner machen. Gerne, ich würde auch gerne das Thema Online nochmal mit dem Abbinder versehen, weil Sie das Thema jetzt abschließen wollen. Und würde ich gerne nachher nochmal. Ich würde gerne einfach ein bisschen konstruktiver werden, aber lass ihn auch gerne dazu noch ein bisschen. Nein, es ist wahnsinnig konstruktiv, wenn man der Behauptung widerspricht von Herrn Toll, also dass die GEMA im digitalen Bereich, im Online-Bereich die Zukunft behindere, dann ist das mit Verlaub grober Unfug. Was wir haben, ist, wir haben inzwischen eine Tariflandschaft, die in praktisch allen Bereichen mit Verwenden zum Abschluss von Gesamtverträgen und damit zu mit der Industrie abgestimmten Tarifen geführt hat. Und es gibt genau einen Bereich, wo dieser Konsens praktisch nicht erreicht werden konnte, und das ist der Bereich der werbefinanzierten Nutzung im Internet. Und es erstaunt mich, ja, dass Sie, wo Sie sich hier gerieren als Anwalt, also von sozusagen Rechteinhabern und Urhebern, dass Sie uns auffordern, dass wir also auf dem Altar von Google die Rechte unserer Mitglieder für umsonst begeben. Denn die von uns geforderten Vergütungen, wir haben ein Prinzip von Mindestvergütungen in diesem Bereich, sind ein Schutz dagegen, dass ein Konzern, der auf weltweiter Basis Milliarden Gewinne zulasten der dort verwendeten Urheberrechte macht, ja, dass hier diese Rechte mit Füßen getreten werden. Denn es gibt ja immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Service gibt Transparenz über die dort erzielten Einnahmen, Ausgaben und beteiligt dann den Urheber mit einem fairen Anteil an den dort sozusagen erzielten Vergütungen. Und wenn ein Konzern nicht willens oder in der Lage ist, zu sagen, wie er das macht und wo das Geld hingeht, dann ist eine abrufbezogene Mindestvergütung das einzig probate Mittel, wenn hier keine Transparenz geschaffen wird. Und vor diesem Hintergrund ist die Frage ja nochmal eine ganz andere, nämlich die Frage ist nicht, dass YouTube nicht die von der GEMA geforderten Mindestvergütungen bezahlen wollen, sondern die wollen überhaupt nichts bezahlen, weil sie sagen, sie sind ein Speicherplatzanbieter.
und als solche überhaupt nicht verantwortlich für das, was auf der Plattform stattfindet. Und das ist doch die Kernfrage, über die wir uns unterhalten und nicht, ob wir hier als EMA den digitalen Markt ausgrenzen. Das ist wirklich absurd. So. Habe ich andere Informationen? Aber es geht ja auch, und das ist wirklich jetzt nur noch ein Kurzbemerkung, Sie haben gesagt, dass der Anteil der Rechte, die aus der GEMA ausgezogen sind, sind nicht 80%, sondern ist viel weniger. Das Problem ist für alle Anbieter, das war ja so aus meiner täglichen Praxis, dass man von der GEMA ebenso wenig wie von Zählers Becker oder so irgendwelche zuverlässigen Angaben darüber bekommt, was denn nun ihr Repertoire ist. Obwohl im Gesetz erzählt wurde, die an solche Auskunft nicht besteht. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, wenn man mit Ihnen, mit der GEMA, über die Lizenzierung von Musik im Online-Bereich redet, worauf sich denn die Lizenz bezieht. Ja, aber ist es nicht merkwürdig, dass wir mit praktisch allen relevanten Marktteilnehmern Verträge abgeschlossen haben? Also offensichtlich scheint doch dieses Problem nicht so eins zu sein, als dass Sie es beschreiben. Also nur weil Sie es sozusagen hier Schwierigkeiten haben mit Spotify, Apple, Amazon, Google Music, all diesen Services haben wir vertragliche Vereinbarungen und das Repertoire unserer Mitglieder erscheint doch. So, bitte? Also ich habe da andere Informationen. Ja, bitte, welche? Ich glaube, es ist wirklich ein Tiefel. Also wir haben ja auch diesen Dialog reingestartet, es soll ein Dialog sein. Wir wurden immer angefallen, wir wollen alles umsonst. Das glaube ich, wissen mittlerweile zumindest die hier am Tisch sitzen, dass es nicht so ist. Wir wollen irgendwie konstruktiv nach vorne gehen. Es hilft uns nicht, irgendwie gegenseitig zu beschuldigen oder Schuldige in Brüssel zu suchen. Es ist unser Interesse, Punkte zu identifizieren, wo wir wirklich was bewegen können. Deswegen würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen auf dieses Thema Creative Commons. Es ist für uns ein wahnsinnig spannendes, das glaube ich, drückt ein bisschen die Grundhaltung zumindest der meisten Piraten aus, dieses ganze Thema Sharing, Caring und eben Verbreitung von Kultur hat erstmal Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen. Aber selbstverständlich sind wirtschaftliche Interessen auch irgendwo existenzsichernd. Deswegen kann man sie nicht ganz vernachlässigen. Herr Steiner, wie geht die GEMA mit diesen Lizenzen um? Und wie wollen Sie damit umgehen? Ja, Ihre Beobachtung ist wirklich, dass derzeit das System der GEMA, nach der uns die Berechtigten die exklusiven Rechte für alle ihre Werke einräumen und das System des Creative Commons so nicht kompatibel sind. Wir bieten Möglichkeiten an, unseren Mitgliedern einzelne rechte Kategorien selber wahrzunehmen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auf digitale Umgebungen reflektieren, dann können unsere Mitglieder die Online-Rechte aus der Wahrnehmung der GEMA rausnehmen und diese Werke selbst und dann unter Creative Commons oder auch wie sie sozusagen es für das Ziel für uns erhalten, selber verwerten. Was nach unserem System aktuell nicht geht, ist eben sozusagen eine Kombination einer Herausnahme einzelner Werke aus dem von der GEMA wahrgenommenen Repertoire mit einer CC-Lizenz. Und das hat aus unserer Perspektive eben auch was mit dem Schnitt der CC-Lizenz zu tun, die eben eine ganz andere Form von Rechte-Definition beinhaltet, weil hier eben nicht die Online-Rechte, sondern hier wird unterschieden zwischen verschiedenen Formen von kommerzieller und nicht kommerzieller Nutzung, die sich eben über alle Rechte durchziehen. Und solange also auch sozusagen diese beiden Systeme so sind, wie sie sind, und auch, muss man sagen, Creative Commons da nicht geöffnet ist, geht es in der bestehenden Form nicht. Wie geht es in der Form wie Wort? Wir haben das Problem im Grunde nicht, weil wir jedenfalls ganz, ganz überwiegend ja gesetzliche Vergütungsansprüche wahrnehmen. Und ich würde fragen, wer auch persönlich Bücher veröffentlicht haben. Ich sage es Ihnen kurz zu Ende. Wir nehmen ja, wie Sie wissen, vor allem gesetzliche Vergütungsansprüche wahr. Bei gesetzlichen Vergütungsansprüchen sind die Nutzungen erlaubt, sie müssen nicht lizenziert werden, sondern es gibt ja. Und da spielt sozusagen die Lizenzierung und das Problem Creative Commons keine Rolle. Im Gegenteil, in den Creative Commons befindet sich der Hinweis darauf, dass die Vergütungsansprüche aufrechterhalten bleiben und insoweit die Vergütungen auch kassiert werden sollen. Also das geht zusammen, wir haben da keine großen Probleme bisher. Herr Steiner, Sie haben gesagt, die Creative Commons öffnen sich auch nicht. Jetzt rein hypothetisch, wie müsste so eine Öffnung aussehen, damit es irgendwie ein Schritt Richtung jetzt gerade Kompatibilität mit der GEMA?
also so wie ich es versucht habe anzudeuten, also wo diese Systeme nicht zusammenpassen, ist praktisch bei der Definition von Rechte oder Werkklassen, die in den verschiedenen Systemen wahrgenommen werden. Wir haben in unserem Berechtigungsvertrag Rechtekategorien, die sich praktisch am Urheberrecht oder am deutschen Urheberrechtsgesetz orientieren und sagen, alles Recht zur Vervielfältigung und so weiter und eben zum Beispiel Online-Rechte. Im Bereich der Creative Commons wird eben unterschieden zwischen verschiedenen Formen von Nutzungen, die sich aber über alle die von uns genannten Rechtegattungen sozusagen hinwegziehen. Und damit kommen sie sozusagen zu einem Muster, wo sie... So, genau. Und hier gehen diese beiden Systeme nicht zusammen und jetzt kann man sozusagen von der GEMA verlangen, auf der einen Seite hier sich zu öffnen und zu sagen, wir nehmen einzelne Werke für Formen von CC-Gattungen raus oder genau sozusagen könnte es auch eine Interaktion auf Seiten der Gestaltung des Creative Commons geben, dass man sagt, hier kann man eben auch begrenzen auf einzelne Formen, wie zum Beispiel Online. Und für uns ist aber auch ein entscheidender Punkt, so wie wir das System verstehen, gerade also aus unserer Perspektive sind wir als Verwertungsgesellschaft eine Solidargemeinschaft und wir sind genau deswegen erfolgreich für unsere Mitglieder, weil wir sozusagen auch alle Rechte unserer Mitglieder haben und damit davon ausgehen, dass wir einen Schutz auch vor der Übermacht wichtiger Verwerter bilden, wenn sie zum Beispiel sehen, im Bereich von Auftragskompositionen oder anderen Bereichen, wo ein Auftraggeber an einem Buyout interessiert ist, ja, dann schützt auch die Tatsache, dass diese Rechte exklusiv durch die GEMA wahrgenommen werden, unsere Urheber ihre Rechte gegebenenfalls für umsonst ausgeben zu müssen, um entsprechend einen Auftrag aufzuerhalten. Und darum sind wir aus der Perspektive der GEMA und der von uns vertretenen Mitglieder auch der Überzeugung, dass dieses System der exklusiven Rechtewahrnehmung für uns das Richtige ist. Direkt dazu, bitte sagen. Ich würde gerne den Experten auch noch ein bisschen oder die Gegenlobby zu Wort kommen lassen, wenn es um Creative Commons geht. Ja, passt dann immer noch. Aber vielleicht kann ich nur was direkt dazu sagen. Wenn Sie das gerne möchten, gute, danke, Freunde. Ich wollte ganz kurz zu den Creative Commons-Gesetzen sagen. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass bestimmte Werke rausgenommen werden. Es geht auch nicht darum, dass bestimmte Rechte rausgenommen werden, Herr Steiner, sondern es geht darum, dass bestimmte Nutzungen unter solchen Lizenzen fallen, beispielsweise nicht kommerzielle Nutzungen, so macht das die Sasse. Also dazu fällt Ihnen bisher wohl nichts ein. Und ich frage mich wirklich, welche Bedeutung hat für Sie nochmals die Feststellung oder die Empfehlung der Enquete-Kommission, die auf Seite 80 dieses dritten Berichts schreibt, worüber sollte es ermöglicht werden, auch nach Abschluss eines Verhandlungsvertrages mit einer Verwertungsgesellschaft einzelne Werke unter CC-Lizenz zu stellen. Also wie sagen einzelne Werke, wie gesagt, es geht nicht mal um einzelne Werke, sondern es geht darum, dass bestimmte Nutzungen im allgemeinen Interesse, insbesondere nicht kommerzielle Nutzungen, freigestellt werden. Ist das Problem, das Herr Steiner angesprochen hat, also mir als Betriebswirtschaftlerin erschließt sich das Problem nicht, denn eine Matrix ist, die meisten große Konzerne werden nach Matrixstruktur geführt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die GEMA nicht in der Lage ist, das abzubilden, aber vielleicht ist das auch einfach noch ein bisschen eine Zeitfrage. Sie möchten gar nicht sagen. Doch, okay, dann können wir gerne. Sie munitionieren sich. Wir haben auch mit CC-Lizenzen, weil wir vorwiegend gesetzliche Vergütungsansprüche wahrnehmen, nicht unmittelbar zu tun. Aber ich will nochmal den einen Punkt, auch wenn es die Gefahr ist, dass ich hier der Pfennigfuchser bin, erwähnen, das sind die Kosten. Und zwar sind die Mitglieder auch interessiert an möglichst hohen Ausschüttungen. Und dieses Zitat hier von Herrn Toll mit der Enquete-Kommission, da steht unter Creative Commons Lizenz. Es gibt ja nicht die Creative Commons Lizenz, sondern die haben dann all die Abonnierungen. Ja, die können wir, ich meine, um auf Ihre Matrix zurückzukommen. Wir als Verwertungsgesellschaften kommen aus einer zugegebenermaßen sehr angenehmen Welt, wo wir eigentlich das für bestimmte Nutzungen das Weltrepertoire wahrgenommen haben. Deshalb war auch die Frage, wenn man diese Auskunft geben konnte, welche Rechte nehmen wir wahr, eigentlich kein Problem, weil es daran alle Rechte waren. Und wenn Sie jetzt für jedes einzelne, nicht nur für jeden einzelnen Urheber, sondern dann noch auf Werkbasis, und da bin ich sehr gespannt, wie Ihr Geschäftsmodell dann aufgehen wird, weil ich da so meine Zweifel habe, wenn Sie das tatsächlich so machen wollen, dass
für ein einzelnes Werk genau definiert wird, dieses Werk jetzt für nicht kommerzielle Zwecke. Das hier, das soll so weit verbreitet werden, das darf sogar kommerziell verwertet werden unter Creative Commons. Sie haben eine riesige Granularität, die ist zwangsläufig der Fall, die in der kollektiven Rechtewahrnehmung, wo es eigentlich um Massennutzung geht, sich abbilden muss. Und daraus fürchte ich, ohne dass man das hier zu Ende durchrechnen muss, glaube ich, dass sich also so wahnsinnig extreme Kosten dadurch ergeben, dass letztlich keiner mehr in der Lage ist, diese Differenziertheit, die toll ist. Ich finde das Modell toll, das sage ich Ihnen ganz klar. Ich muss nur sagen, ich habe das auch in Köln da jetzt bei den Filmmusiktagen gehört, fand ich ein tolles Konzept. Aber das so bei allem Einsatz der EDV und IT, was es alles an Hilfsinstrumenten gibt, so anzuwenden, dass am Ende das handhabbar bleibt. Bei dieser die Creative Commons Lizenz, da sieht man doch, dass selbst die Enquete-Kommission über die Differenziertheit der Probleme gar keine Ahnung hat. Also da würde ich jetzt einschreiben, weil es ist ungefähr, also Urheberrecht wird auch immer als Urheberrecht genannt und wird auch nicht in Texten differenziert nach irgendwie Kanal und ob jetzt online, offline etc. Und also ja, es wird ein klein wenig komplexer, aber ob ich irgendwie drei Spalten habe oder dann noch viel Zeit und dann ergibt sich irgendwie eine Matrix mit 12 Feldern, halte ich doch für intellektuell handhabbar. Aber jetzt möchte ich Sie gerne einmal. Nicht um Massen, nicht um Intellekt. Ist das Problem, können Sie das alles durchmischen? Das Problem von letztendlich liegt letztens darin, dass die Verwertungsgesellschaften letztendlich agieren zwar auf der Grundlage des Urheberrechts, aber natürlich nicht marktwirtschaftlich urheberrechtlich agieren, indem sie einzelne Preise mit einem Abnehmer verhandeln, sondern sie geben Tarife aus. Das ist dieser Unterschied. Das heißt, an und für sich könnte man. Das heißt, an und für sich wäre natürlich in diesem Fall zu überlegen, ob man nicht an und für sich sagt, das Urheberrecht legitimiert letzten Endes die Verwertungsgesellschaft, weil die Richtlinie sagt, dass jede Nutzung, die stattfindet, muss angemessen vergütet werden und über die sind die Verwertungsgesellschaften der Lage, dass man, wenn man, das ist jetzt rechtlich zurzeit nämlich nicht möglich, aber dass man sich löst und das wie eine Art, ich habe es gerade schon mal gesagt, eine Art Steuerpächter, sie gehen ja letzten Endes her und knüpfen an bestimmte Tatbestände an. Die Frau Wort knüpft daran, ob ein Kopierer in der Nähe der Universität steht oder weit weg von der Universität steht, zum Beispiel, das ist ein Unterschied. Aber letzten Endes wird natürlich überhaupt nicht daran knüpft, ob da überhaupt irgendwas kopiert wird oder wie viel da kopiert wird und ob das so und so ist. Das meine ich. Das heißt, die Frage ist natürlich, aber es wäre natürlich reine Zukunftsmusik. Und womit wir dann uns etwas lösen würden von diesen ganzen Zwängen, die wir jetzt zum Beispiel hier haben, dass wir vorgeben, wir Rechte wahrnehmen, letztendlich sind es ja nicht mit diesen Rechten verwandt, sondern es sind Tarife für bestimmte Handlungen, die da wahrgenommen werden. Das heißt, bei der GEMA ist das anders, insofern, weil sie auf die Meldung, in die Meldungen rein. Da haben sie ja nicht konkret, aber bei einer anderen Verwertungsgesellschaft funktioniert es anders. Und da ist natürlich die Frage, ob man da nicht Zukunftsmusik sich da vielleicht mal löst von diesen Gedanken und echt die Aufgabe, die Verwertungsgesellschaften sieht, eben hergeht und sagt, und das ist eigentlich eine soziale Aufgabe in diesem Interesse und die müssen wir nun nicht, nachdem wir sowieso ein faktisches Monopol haben, noch, wie wir wissen, ein faktisches Monopol haben, letzten Endes auch so ausgestaltet sind mit vergleichsweise starken Rechten, dazu, also es sind keine hoheitlichen Rechte, aber recht starken Rechten, und nicht anders strukturieren können. Insgesamt ist das einfach Rechtslage zweifelsohne nicht möglich. Ich weiß aber, ich kann mir das vorstellen, als Zukunft letzten Endes, aber ein Gedanke von mir nur. Noch mehr Munition sammeln? Achso, Entschuldigung. Da kommen wir auch zu einem Punkt, wo ich ganz gerne auch ein bisschen mal über Positionen gesprochen habe, dass wir uns da ein bisschen mehr austauschen, was Creative Commons Lizenzen und generell freie, offene Lizenzen betrifft, weil Verdi hatte da zuletzt ein Positionspapier veröffentlicht, das ganz klar unserer Meinung nach sogar Creative Commons auf eine Art und Weise diskreditiert, nämlich darstellt als umsonst Kultur, die keinerlei Möglichkeit dem Urheber gibt, damit Geld zu verdienen. Dem widerspricht aber ein riesiger Markt von, wie der Dr. Boll schon eingangs sagte, von
Schöpfungen, die letztendlich im Open-Source-Bereich auf Creative Commons-Lizenzen aufbauen, aber dann Wertschöpfung erzeugen. Und da hoffe ich, dass da Verdi unter Umständen, wir hatten es zuletzt auch in der Podiumsdiskussion in Hannover festgestellt, dass Verdi sich da noch nicht einmal so ganz genau auseinandergesetzt hatte, wie die verschiedenen Creative Commons-Lizenzen überhaupt funktionieren. Würde mich auch interessieren, ob sich da schon ein bisschen was getan hat. Nein, das Papier, das Sie gerade von mir zu diesem Thema zu dem dieser Thema, in meiner Zeit sind die ganz grundsätzliche Haltungen verändert. Und das ist schon im Vorgängerpapier, was von Ihnen gescholten worden ist, auch schon. Praktisch steht dort drin, dass Creative Commons Lizenzen sozusagen sich im Rahmen des Urheberrechts, ich will es auch nochmal sagen, was da eigentlich drin steht, die Nutzer sich daraus sozusagen ergeben. Und wir schreiben auch dezidiert, wir schätzen Menschen, die dermaßen als Urheber agieren. Aber, und das ist einfach so eine klare Geschichte, wir sind eine Gewerkschaft, die für professionell arbeitende und davon lebende Menschen, also vom Urheberrecht lebende Menschen, einstehen. Das ist also am Schluss nicht professionell. Nein, ich sage, Menschen, die dazu, die davon leben wollen. Das ist damit am Schluss verdienen Menschen viel Geld. Das müssen wir uns erstmal zeigen. Das wäre eine spannende, ich meine, mal ernst, wie gesagt, wir vertreten Kollegen, mit denen wir schon leben wollen. Die Modelle, das ist meine sehr ernst, die Modelle, von denen behauptet wird, damit wird Geld verdient. Die möchte ich sehen und die möchte ich. Es gibt diverse Web-Labels, die mittlerweile tun, erfolgreich damit Umsätze fahren. Die veröffentlichen Creative Commons Musik und die funktioniert wunderbar, da werden Umsätze generiert. Was ich damit sagen will, der Verkauf von den CDs zum Beispiel. Die Musik ist und der Creative Commons, natürlich können sie die verkaufen. Natürlich, sie müssen dann nur entsprechend beteiligen. Aber die Problematik ist doch, dass man sich viel zu wenig damit auseinandergesetzt hat und dann viel zu schnell ein System diskreditiert. Und da hoffe ich halt ein bisschen zum Denken anzuregen, dass wir da versuchen sollten, in diesem Dialog eben die Möglichkeiten für Urheber eben auch zu zeigen und dort an verschiedenen Modellen auch mal zu demonstrieren, damit diese Berührungsängste ein bisschen verschwinden. Es ist ähnlich wie beim Crowdfunding-Bereich. Viele Menschen in Deutschland, viele Künstler, sind mittlerweile regelrecht abgeschreckt in Deutschland vor Crowdfunding, weil es diskreditiert wurde von vielen Verbänden als eine Art Almosen sammeln. Was es eben nicht ist, wir sehen in den USA und auch in vielen anderen Ländern, dass mit Crowdfunding unglaubliche Summen für großartige Projekte zusammen investiert werden. Und das ist doch genau die Stärke und da sollten wir uns da ein Stückchen weit, und das meine ich jetzt echt als Appell auch an Verdi, die ja auch stark darum bemühen, mehr Urheber in ihre eigenen Reihen, Freiberufler in der Form zu bekommen, sich dort auch ein bisschen mehr offen diesen Dialog in der Gesellschaft auszusetzen und dann eben auch zu sehen, dass da neue Möglichkeiten entstehen und nicht prinzipiell immer auf diese Verschärfung von Fronten zu setzen. Aber Herr Kranz, ich glaube nicht allen ernst, dass die da, das ist auch ein Missverständnis, die Verdi sind nicht Urheber. Ja, aber sie haben ja eine eigene ist nicht entstanden von der Verdi, sondern die Verdi hat Urheber in ihrem Reihen. Und diese Urheber haben in intensiven Diskussionen dieses Positionspapier erarbeitet. Also es ist nicht, das fällt nicht vom Himmel, von der Verdi, sondern es sind, wir reden, wir tun so, als würden die Menschen, die dieses diskutiert haben, gearbeitet haben, von nichts Ahnung haben. Die sind auf dem Markt schon unterwegs. Die sind auf dem Markt. Vielleicht kommt da auch wieder das Generationenproblem, dass die Gewerkschaften ja allesamt ganz massiv haben mit drei Fragen. Ich kann Ihnen jetzt sagen, wie viele Teilnehmerliste deren Menschen hingegen die Leistung haben. Ich vermute es jetzt mal, und ich würde tatsächlich sehr gerne noch mal ein bisschen was von Ihnen zu den Feld kommen. Ja, herzlich gerne. C3S ist ja in einer bestimmten Ecke des Urhebermarktes entstanden, nämlich vor allen Dingen auf Seiten von Künstlern, die nicht so hohe Einnahmen haben, wenn sie GEMA-Mitglieder waren oder zu den Behörden, die hier schon erwähnt worden sind, dass sie sagten, es lohnt sich für uns nicht so, dort Mitglied zu werden und wir suchen nach anderen Formen und wir wollen vor allen Dingen auch unsere Werke vermarkten unter Creative Commons Lizenzen.
Und ich sehe die Probleme, die ich hier gehört habe von der GVL und von Seiten der GEMA nicht. Was die Technik angeht, meine ich, ist es relativ einfach, ein Werk in eine Datenbank aufzunehmen und mit entsprechenden Eigenschaften zu kennzeichnen, wie das lizenziert werden soll. Wir haben deshalb grundsätzlich die Auffassung, dass unsere Mitglieder jeweils bei dem einzelnen Werk entscheiden können sollen, ob sie uns das zur Wahrnehmung geben und auch unter welcher Lizenz sie das machen wollen. Sie können also grundsätzlich bei jedem einzelnen Werk entscheiden, ich wähle die Lizenz oder ich wähle die Lizenz. Und wenn man dann feststellt, auch in der Praxis, dass der Korb, den die Creative Commons Lizenzen anbieten, nicht reicht, dann muss man in den Korb schauen. Ja? Daneben wäre C3S, wenn sie dann in Deutschland auch genehmigt werden als Wahrnehmungsgesellschaft, natürlich verpflichtet, Rechte der Urheber wahrzunehmen, auch zu anderen Bedingungen, das würden wir auch tun. Aber das ist meines Erachtens von der Technik her eine Frage der Kennzeichnung des Werkes und damit hat sich das. Ich sehe da auch keine übermäßigen Transaktionskosten, wenn man das von vornherein EDV-mäßig aufbaut, denn der Rechner rechnet und nicht irgendein Büroangestellter, der Papier zu diesem führen muss. Vielleicht läuft es bei der GEMA. Bitte? Für mich ist an dem Modell der Leute, die C3S unterstützen und dort mitmachen wollen, das Spannendere, dass hier tatsächlich im kulturellen Bereich der gerade angesprochene Gesichtspunkt viel wichtiger ist, dass nämlich zwischen Nutzer und Urheber ein Austausch stattfindet und dass dieser Austausch auch generiert werden muss und dass man das nicht unbedingt immer nur kontradiktorisch sehen muss. Die klassischen Wahrnehmungsgesellschaften sind ja völlig berechtigt, aber doch in einer Zeit entstanden und in einer Kultur entstanden, wo man eben gucken musste, dass die nicht über den Tisch gezogen wurden, die Urheber, und dass man deren Einnahmen sichert. Was ist denn daran heute anders, dass die Urheberrechte jetzt nicht mehr in Frage gestellt werden, jeder versucht, bei Hauptaufträgen zu machen und den Urhebern wegzunehmen, was er nur kriegen kann? Das ist doch unsere tägliche Praxis. Und wenn Sie hier moderne Creative Commons machen, dann werden natürlich alle sagen, ich nehme nur noch die gleichen unter Creative Commons Laufweise mit den Kosten. Das ist ein super Geschäftsmodell. Die Marktpreise, ist das Problem, was wir allgemein haben, das wird sich der Wert. Alle Werke sozusagen. Das sehe ich noch nicht. Ich sehe es noch nicht, dass Unternehmen. Nein, ich sehe es überhaupt nicht. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Also ich glaube, iTunes ist auch nicht das billigste Album. Ja. Auch das ich gerne schon. Ich sehe überhaupt nicht, dass unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Strukturen also nur die Urheber favorisiert werden. Ich sehe eher eigentlich eine stärkere Tendenz hin dazu, dass die Verwertungsindustrie derjenige ist, der den größten Teil der Wertschöpfung abgreift. Und das ist der große Vorteil der Digitalisierung und des vereinfachten Marktzuganges, dass heute bestimmte Vermarktungsmaschinen nicht mehr angeleitet werden müssen. Das ist ein Irrtum. Also im Musikbereich alles wieder, aber im Buchbereich ist ganz kleiner Handel. Das heißt, der größte Kostenfaktor im Buchhandel ist 50% ist der Handel und die meisten Verleger verdienen. Sehr schlecht, genauso wie das Autor wäre schlecht verdient. Der Handel und dieses Monopol ist natürlich auch ein Problem des Urhebers. Das Monopol nützt weder dem Autor noch dem Verleger, wenn er plötzlich in einem ganz marktmächtigen Unternehmen wie Amazon gegenübersteht, die also wirklich hergehen und sagen, wir wollen 50% plus irgendeine Art Regal oder sonstige Listenpauschale, ich weiß nicht genau. Und da merkt man sozusagen, wie schlecht jetzt dieses Monopol konstruiert ist. Ich habe für unsere Zukunft insgesamt dieses größte Problem, ist, dass wir haben, dass wir mit unserem Urheberrecht, mit dieser Ausgestaltung, die wir es jetzt haben, nicht nur die Urheber, sondern auch diese ganze Vielfalt an Verlagen, die kleinen Verlagen, die sich abrackern, sehr viele, letzten Endes hat Apple, Amazon, Google, wie auch immer, ein paar Giganten, die das System inzwischen alles usurpieren. Und dann haben wir ein Riesenproblem in Zukunft, weil wir nämlich dann plötzlich Monopolisten, also unwahrscheinlich starke Monopolisten haben, die am Endkunden dran sitzen.
Und das ist eigentlich, das ist eigentlich sozusagen das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir letztendlich, wenn Amazon anfängt, selbst Verleger zu werden und auch um zum Kunden, bis zum Kunden zu gehen. Das heißt, die müssen über 5, 6, 7 Bestseller haben, dann sind die Kunden schon über die Hardware letztendlich an Amazon gebunden. Und das war unsere Wahl, klar. Ja, das ist ganz klar. Und das war auch nein, ich sage aber, das ist diese Dinge. Ich habe es dann auch gesagt, dass ich das schon. Ist mir ganz klar. Ich sage nicht, dass ich da wert, aber das sind diese Risiken und diese Probleme, die wir haben. Man kommt da eher raus, indem man wirklich halt probiert, diese Rechte zurückzuziehen und immer mehr bei den Urhebern zu lassen. Weil nur dann kann man diese Möglichkeit, diese Monopole oder Oligopole, Ansammlungsrechten, was stattfindet natürlich bei ganzen, bei Disney oder so, wie sie heißen, dass unwahrscheinlich viele Rechte übernehmen, kann man verhindern. Das sind sie, die man gar nicht so lange betragbar macht, wie sie das jetzt haben. Also das ist meine Meinung, aber das hat die Verwertungsgesellschaft in der Tat nichts zu tun. Sie kommen aber zu einem ganz wichtigen Punkt, wenn ich das immer sagen darf, weil deswegen, wer kann denn gegen so ein Monopol aufstehen? Doch mal das Gegenmonopol, das staatlich kontrolliert wird. Nämlich das ist genau der Punkt, wo die GEMA wieder reinkommt. Und deswegen, wenn der GEMA nur dankbar sein kann, dass sich YouTube immer noch die Stirn zeigt und sagt, Leute, sagt uns, was ihr verdient, dann könnt ihr euch auch einen Preis nennen. Ich möchte nicht sagen, dass ihr dankbar sein kann. Dankbar sein muss aber... Dass wir kein Marketing mehr brauchen, um unsere Produkte zu verkaufen, dass jeder das selber machen kann, das ist ein Riesenirrtum. Ja, vielleicht von 100 Sachen, die Sie ins Netz stellen, wenn Sie mit erheblichem Aufwand erreichen, dass eins davon viral geht und sich dann selber vermarktet und diese Kosten nicht auftauchen. Und der erhebliche Aufwand, den ich gemeint habe, der kostet Sie auch schon eine Menge Geld. Das heißt, wir kriegen im Moment durch diese Monopole nämlich diese Hoffnung, dass jeder selbst vermarkten kann im Digitalen. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen. Wir treiben mit 140 Kollegen zusammen eine Online-Plattform mit über 3000 Filmen, von denen ist einer bisher viral gegangen. Ja. Unsere Filme werden nicht gesucht, es gibt, oder alle Kunstwerke, die werden nicht gesucht. Sie müssen sie an den Mann bringen. Sie müssen in dieser unglaublich kurzen Aufmerksamkeitsphase, die Sie noch da draußen haben, da müssen Sie sofort rausstoßen und das verteilen können. Und das können Sie nur noch mit diesen großen Playern leider erreichen. So weit sind wir inzwischen. Und deswegen brauchen wir andere große Player, die Rechte der Kleinen gegen diese Leute schützen. Ja, vollkommen richtig. Marketing brauchen wir, aber das Tragische ist, dass wir in vielen Bereichen Geschäftsmodelle in Deutschland schon blockiert haben. Gerade dadurch, dass es zu keinen Tarifeinigungen kam, dass viele Geschäftsmodelle nie möglich wurden und dann erst durch Oligopole von außen eingebracht wurden. Beste Beispiel Apples iTunes. Das ist der große Monopolist, der kam, weil es in Deutschland eben keine Einigung rechtzeitig gab. Das ist genau Marketing. Das ist der Punkt. Marketing ist aber nicht möglich in Deutschland, wenn wir nach wie vor so starke, unflexible Schrankenregelungen haben. Ist eigentlich nicht unser Thema, sondern eher mal drüber nachdenken, brauchen wir nicht ein System wie Fair Use, aber auf der anderen Seite ganz genauso drüber nachdenken, bei Tarifverhandlungen, die oft ein Jahrzehnt und länger dauern, und was sicher nicht allein an den Verwertungsgesellschaften liegt, aber ganz häufig eben auch an der Art und Weise, wie Schiedsgerichte letztendlich sich schon selbst sehr positionieren und eigentlich gar nicht wirklich dem nachkommen, was sie tun sollten nach Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, nämlich mehr Aufsicht, mehr kontrollieren, was da stattfindet. Das ist nämlich eines der wesentlichen Probleme. Viele technologische Möglichkeiten, eben um Marketing zu generieren, neue Geschäftsmodelle, wurden gerade durch die Blockadehaltung auch in dem Konflikt zwischen Verwertungsgesellschaften und Verbänden, die diskutieren über Tarife, häufig ausgelöst. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo die Verwertungsgesellschaften jetzt auch gucken müssen. Wenn, natürlich möchte man diskutieren, das Beste für seine Urheber rausholen, auch in den Tarifstreit mit YouTube. Aber nichtsdestotrotz wird dadurch letztendlich ein Geschäftsmodell kaputt gemacht. Natürlich wandern dann, wir sehen es ja, YouTube wird unattraktiver jeden Tag letztendlich. Und junge Menschen werden dann irgendwann zu anderen Portalen gehen, wo es die Dinge eben doch gibt. Und das ist das Problem, wir müssen endlich begreifen, dass wir im Internet nicht mehr von nationalen Märkten sprechen, sondern wir brauchen Harmonisierung, die weltweit funktioniert. Nur dadurch können wir letztendlich dann auch genau diese Marketinginstrumente entwickeln. Ich glaube, da kann ich noch was dazu sagen. Ich glaube, es ist vielleicht auch in dem Sinne.
letztlich Verwertungsgesellschaften deswegen zu bashen, das greift zu kurz. Aber ich meine jetzt nur die anzusprechen, weil letztendlich sind es die Künstler gewesen, die auch auf der, und natürlich auch die Verwerter, die schon da waren, alle haben sie auf der Bremse gestanden und Angst gehabt. Ja, ist gut, ich will's ja, Sie haben ja recht mit dem, was Sie gesagt haben. Ich sage vorhin, wir müssen uns alle, auch die Künstler, die jetzt vielleicht zuhören, mal an die eigene Nase fassen und sagen, wir haben das doch auch nicht gewollt. Wir haben doch auch Angst von dem, was auf uns zurollt. Wir haben auch Angst, dass uns unsere Businessmodelle, wie auch immer, wie sie waren, wegbrechen. Angst haben wir, weil wir diskutieren, wie diese. Angst haben Menschen davor, vor allem weil Dinge verteufelt werden. Zum Beispiel wird eine Creative Commons Lizenz als gratis Ramschkultur dargestellt von vielen Verbänden. Zum Beispiel wird Crowdfunding immer mehr diskreditiert. So, das ist erstmal der erste Schritt. Und dann kann man anfangen, sie zu erklären oder zu verteufeln. Und wir sind, glaube ich, immer noch in dem Prozess, wo wir erklären müssen, was passiert. Und leider sind natürlich schon an verschiedenen Stellen jetzt Fakten geschaffen worden, in der Zeit, weil andere Leute, wie Sie schon richtig gesagt haben, sehr viel klüger waren und durch sich Machtpositionen erarbeitet haben, die sie jetzt auch ausnutzen. Also jetzt kann ich nur ganz kurz zu YouTube, weil es ja offensichtlich hier dann noch bei dem einen Programm hat etwas mehr auf Wut sagen. Die GEMA war die erste Verwertungsgesellschaft weltweit, die mit YouTube einen Deal gemacht hat, ja. Das bitte ich Sie im Kopf zu behalten, gerade weil wir uns darum bemüht haben, neue Geschäftsmodelle wie YouTube in Deutschland zu helfen. Und ich streite, weil Sie sagen, jetzt hier als Plattform wird es also versaut, für junge Urheber einen Forum zu bieten. Die GEMA sperrt kein einziges Video auf der Plattform. Ja. Das macht YouTube, um uns gezielt zu schaden. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie weite Teile einer aufgeklärten Gesellschaft auf sowas reinfallen, wenn man eben also verfolgt, ja, wie hier uns der schwarze Peter zugeschoben wird. Wir haben nicht die Veranlassung dafür gesetzt, dass hier entsprechende Sperrtafeln eingeblendet werden, sondern es ist im Gegenteil, um den Urhebern zu schaden. Die GEMA hat auf die Mitstörerhaftung hingearbeitet. Und es ist auch paradox, Herr Kamp, dass ein Unternehmen, das sagt, es ist urheberrechtlich nicht verantwortlich, weil sie nur ein Speicherplatzanbieter sind, dann Tafeln einstellt, dass sie sagt, sie können ein Video nicht zeigen, weil sie dafür erforderliche Rechte von der GEMA nicht eingeräumt wurden. Also ich würde das paradoxer kann es doch für jemanden, der ein bisschen mitdenkt, gar nicht sein. Der Sperrvertrag lautet ja, glaube ich, anders, nämlich, dass diese Seite oder diese Videos gesperrt sind, weil es sein könnte, dass der GEMA Rechte zustehen könnten. Nein, das ist, im Konjunktiv formuliert. Ich würde das gerne an der Stelle abbrechen, und das ist ja nicht zu darüber diskutieren, was genau da eingeblendet wird. Ich frage, das nervt alle, die diese Einblendung sehen. Genau. Ich würde es gerne wieder ein bisschen in die konstruktive Richtung, auch gerade gelernt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich würde gerne wirklich ein bisschen wieder fokussierter nach vorne gucken. Ich würde auch gerne was sagen. Auch was Konstruktives? Ich sage nur Konstruktives. Okay, dann war ich ganz zuerst, weil Herr von vorhin eigentlich schon eine Überleitung angedeutet, würde ich gerne auch noch mal ein bisschen die Verlage stärken, zu sehen, die ganz arg in der GEMA waren und da auch mal ein bisschen ein anderes Medium anzuschauen. Ja, ich freue mich, dass er auch hier völlig vergeht. Herr Schwarz, Genau. Ich wollte nur einen Gedanken noch zu den Tarifauseinandersetzungen machen, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, Sie meinten dann auch die Auseinandersetzung über die Vergütung für Speichermedien und für Papierfertigungsgeräte. Gehe ich jedenfalls davon aus, dass Sie die auch meinten. Da wird kein Geschäftsmodell durch diese Tarifverhandlungen geblockt, nicht in keiner Weise, sondern es geht darum gesetzliche Vergütungsansprüche. Das heißt, wir können alle ihre Geräte weiterhin produzieren und verkaufen. Das ist ja ein Problem. Damals die Verhandlung durchgegeben mit dem MP3. Ja, aber gut, nur für die Darstellung. Ja, und ich kann Ihnen sagen, die Verwertungsgesellschaften wären glücklich, wenn sie in diesem Bereich schnell zu Lösungen kämen, wenn sie schnell Gesamtverträge abschließen. Müssten wir auch Paderbahn und anderes, weil natürlich. Die GEMA ist da ganz weit hinten. Wenn es nicht zu, Gesamtverträgen kommt, oder das Ganze streitig über die Schiedsstelle und über das gerichtliche Verfahren geht, es Jahre dauert, bis Geld bei den Verwertungsgesellschaften ankommt und die Leidtragenden sind die Urheber und sonstigen Berechtigten bei den Verwertungsgesellschaften. Das heißt, wir brauchen, und insoweit bin ich bei Ihnen, wir brauchen Möglichkeiten, solche Tariffestsetzungen schnell über die Bühne zu bekommen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da haben im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren zum dritten Korb, wann immer das kommen mag, unsere Wirtschaftswissenschaften auch Vorschläge gemacht, wie man sowas besser organisiert, weil die Leidtragenden bei dieser Form von Verzögerung sind ausschließlich die Kreativen. Kennen Sie Google Art? Wahrscheinlich nicht, aber Sie können es sehr schnell mal nachgucken. Das ist von Google ein ganz interessanter Dienst, wo Bestände von Museen online ist ganz toll, wenn man es nicht schafft, irgendwo nach New York zu fliegen, dann kann man es auch zu Hause angucken. Die Gesellschaften, also die Verwertungsgesellschaften der bildenden Künste, haben schon vor einiger Zeit einen Zusammenschluss, der nennt sich ODA, so Online Art. Und da kann man weltweit Lizenzen kaufen für Abbildungen in Kunstwerken online. Also die haben sozusagen den Supermanns-Shop, den Kunstbereich, die ganze Welt. Und seit 8 Jahren. Das funktioniert auch gut. Und wir bieten Google jetzt an, eine weltweite Lizenz für dieses Online Art. Also wir haben nicht 100% aller Rechte, es gibt einige wie Picasso, die machen das selber, okay, aber wir haben sehr viel. Und Picasso, was macht der selber? Picasso Rechte selber. Also seine Registration in Picasso. Aber das ist ja auch hier, weil man muss ja nicht in der Wertungsgesellschaft gehen, man kann sagen, macht selber. Das ist auch gut so. Und jetzt bieten wir Google, also für diesen Teil Google Art an, dass wir uns einen Vertrag schließen für die Nutzung auf der ganzen Welt. Bei den Konditionen haben wir keine Vorbedingungen gestellt, keine Mindestvergütung, keine sonst was. Aber leider lehnt Google ab, weil sie nicht verantwortlich sind. Das klingt so ein bisschen wie das andere. Also ich kann hier nur appellieren, vielleicht per Webstream an Google, wir wollen mit euch verhandeln über Google Art. Wir sind bereit, nach London zu kommen oder nach New York oder sonst wohin und mit euch einen Vertrag für die ganze Welt, für die Nutzung der Rechte, die wir haben, anzuschließen. Kommt bitte an den Verhandlungstisch. So, das ist konstruktiv. Das war ein sehr konstruktiver Vorschlag, finde ich auch sehr wichtig, genau darüber eben auch zu diskutieren. Ganz klar. Ich wollte Ihnen ja noch eine Sache zum Denken geben, weil immer wieder die Idee mit diesem bisschen Eintragen von Möglichkeiten im Raum stehen. Ich fürchte, es ist nicht eine Verdreifachung der Verwaltungskosten, sondern hoch 3. Ich will mal eben sagen, wie ich darauf komme. Klar, wenn es einmal alles drin ist, könnte es relativ einfach sein. Aber das Problem ist, wie viele Möglichkeiten habe ich dann, ein Werk zu beschreiben, wie es lizenziert werden kann. Ja? Sie kennen das sicherlich aus dem Vertrag, da steht drin, inhaltlich, räumlich und zeitlich. Ja? Räumlich wird nach Territorien gemacht, ich weiß nicht, wie viele Länder wir haben, muss ich also unter Umständen in jedes Land einzeln einklicken, welches Land, aber das geht dann noch weiter. Die nächste Dimension ist zeitlich, für wie lange will ich das machen? Mein Urheberrecht wäre im Moment 70 Jahre nach meinem Tod, das heißt, ich kann darüber verfügen. Das nächste ist inhaltlich. Wir haben schon mal darüber geredet, wie viele inhaltliche Möglichkeiten das gibt an Lizenzierung. Das werden ja auch immer mehr, plus nochmal die CC-Lizenzierung. Das heißt, ich müsste für jedes Werk, als Fotograf, für jedes Foto, das ich mache, müsste ich das alles einklicken. Na, aber das ist doch ein Problem. Das ist ein ganz merkwürdiges Problem, dass die Verwertungsgesellschaften aus verwaltungsrechtlichen Gründen, verwaltungstechnischen Gründen, den Leuten vorschreibt, ihr müsst entweder nur nach unseren Bedingungen die Werte lizenzieren oder rausgehen. Ich finde es doch eine merkwürdige Argumentation. Wir haben das ist eine Argumentation. Wir geben dem Urheber das Recht, dass er frei die Bedingungen entscheiden kann, zu denen sein Werk genutzt wird. Und jetzt kommt dann sozusagen aus verwaltungstechnischen Gründen der GEMA die Argumentation, weil bei Frau Washington ist es ja auch immer nicht, aber bei der GEMA aus verwaltungstechnischen Gründen, dass du entweder dich für deine gesamten Werke so entscheiden musst. Das heißt, damit kehrt sich das Ganze so vollständig um. Das verkehrt sich verständlich. Ich habe das Gefühl, wir waren bei dem Thema schon, deswegen hätte ich gerne noch ein kurzes Statement. Und ich glaube, Herr Jöckert-Rufus, Sie müssen dann demnächst auch loslegen. Ganz kurz, mein Punkt war nicht verwaltungstechnische Gründe, sondern Verwaltungspolitik. Ja, und damit die Entscheidung der Urheber auf Basis ihrer Mitwirkung zu sagen, wollen wir uns diese Differenziertheit das kosten lassen mit dem Erfolg? Die kosten ja Nutzer, die solche Lizenzen erwerben, die müssen auch toll damit, das kommt ja.
Sie sollen so ein schwarzer Käse kaufen. Ich finde die Idee total charmant, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sehe sie nur leider als verdammt groß. Wenn ich mir vorstelle, ich muss für jedes Werk das alles einklicken, dann sage ich, na vielen Dank. Und dann kriege ich dann doch vorne die Kreuze, alle Länder, alle Rechte, alles Ding und bin dann drin. Ich meine es. Aber es widerspricht doch der Gegend, der Schlussredaktion sagt, der Brief soll aber bestimmt auch unter dem Bedienung seines Werkes. Wenn es hinterher heißt, der darf es doch nicht schreiben, veröffentlichen. Ja, okay, Entschuldigung. Wir diskutieren gerade wieder nur um Probleme, was es nicht geht. Das ist nicht mehr der ganze Punkt. Ich würde mich gerne beim Kollegen von der GEMA ganz herzlich. Entschuldigung, ich fände es ganz schön, Ihre Aufmerksamkeit zu haben. Auch hier links. Ihnen beiden sehr herzlichen Dank, auch dass Sie sich hier in die Höhle des Löwen ein bisschen gewagt haben. Ich hoffe, es ist auch weiter deutlich geworden, dass wir durchaus an einem konstruktiven Dialog interessiert sind, dass wir viele Probleme auch bei der GEMA sehen, gehört damit dazu. Nichtsdestotrotz herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, fürs Mitdiskutieren. Ich würde mir sehr wünschen, dass der Dialog weitergeht, so konstruktiv wie möglich, und wünsche Ihnen jetzt eine gute Heimreise. Vielen Dank. Und Frau Rufus, hinter Ihnen sitzt der junge Herr, der sehr, sehr häufig nachgefragt hat, damit eben diese Antwort bekommt. Und er wird Ihnen bestätigen können, dass er mitunter schon sehr aufdringlich werden müsste. Er wird auch bestätigen, dass er von uns immer gut versorgt worden ist. Ist er lässig? Das will ich sehr hoffen. Frau Rufus. Kurz vor Feierabend. Aber wir bleiben weiter. Also müssen wir es vielleicht nicht ausdiskutieren. Ich würde gerne, wie gesagt, das Thema nochmal ein bisschen wechseln. Das ist vorher schon angerissen. Jetzt war viel GEMA sehr musiklastig. Nochmal auf die Verlage zurückkommen und das Urteil zu Common Board. Herr Voll, ich glaube, Sie haben da was dazu zu sagen. Ja, in dem Zusammenhang ist es natürlich schade, dass die beiden GEMA-Vertreter da gehen, weil das betrifft natürlich neben der Folge Wort, betrifft es ganz stark die GEMA. Nur ich glaube, dass sie Unrecht haben. Ich wollte gerade das Justizministerium zitieren und die GEMA nicht mir recht. Also das Justizministerium hat auch eine Anfrage, ich glaube, der Linken, die lautete, ob es nach Ansicht der Bundesregierung gegen das Windkühlverbot und gegen das Feuerangebot verstößt. Den Verleger einen Anteil an den Ausschüttungen bekommen, haben die gesagt, ich zitiere, grundsätzlich ist derjenige, an den Ausschüttungen zu beteiligen, der Rechte in der öffentlichen Verwertungsgesellschaft einbringt. Dazu gehören auch Inhaber derivativ erworbene Rechte. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass derjenige, der keine Rechte einbringt, und zwar weder eigene noch derivative Rechte an der Ausschüttung nicht zu beteiligen ist. Und es geht ja nicht nur um diese rechtstechnische Frage. Also das Urheberrechtswarnungsgesetz ist ja so konstruiert, dass Verleger tauchen da nicht auf, es tauchen auch nicht derivative Rechteinhaber auf, sondern § 1 spricht von Urhebern und Inhabern von Schutzrechten, dass sie wahrzunehmen sind. Und die Frage, gilt hier das Prioritätsprinzip, also kann man ausschließlich die Rechte, die man bereits einmal abgetreten hat, egal an wen, kann man die ein weiteres Mal an einen Dritten abtreten. Die Antwort ist jedenfalls unter Juristen kaum streitig. Aber es geht eben nicht nur um diese sachenrechtliche Frage, Prioritätsprinzip oder nicht, sondern es geht einfach um die verhängnisvolle Rolle der Verleger, jedenfalls heute verhängnisvolle Rolle der Verleger in der GEMA. Schade, jetzt sind Sie weg. Ich nehme aus, die VG Wort raus, Herr Staats, weil ich das nicht richtig beurteilen kann und weil ich glaube, dass die Rolle der Printverleger innerhalb der VG Wort eine weniger zweifelhafte und auch zerstörerische ist wie in der GEMA. Sie ist in der GEMA deshalb zerstörerisch, weil eben durch die Öffnung, die durch die Empfehlung der EU im Jahr 2005 gekommen ist, es den Verlegern nicht nur ermöglicht, sondern geradezu nahegelegt worden ist, ein Doppelspiel der übelsten Art zu betreiben. So sehe ich das jedenfalls, dass sie nämlich sowohl drin wie draußen sind. Normalerweise ist man in der Verwertungsgesellschaft drin oder man ist draußen. Die Verlage sind beides. Sie gründen
Gesellschaften aus mit exotischen Namen wie CELAS, PayPal, Paddle und so weiter, der Steiner hier versucht hat zu marginalisieren. Tatsache ist, dass die ein sehr, sehr großes Rad drehen, weil sie eben das Major-Repertoire des Angloamerikanischen wahrnehmen. Und ich zitiere den Vorgänger von Herrn Steiner, das ist der Herr Müller gewesen, Dr. Müller bei der GEMA, der hat Folgendes in einer Anhörung gesagt: Die Vorgaben des OLWG sollten die Wahrnehmungsberechtigten vor einem Missbrauch der Treuhandstellung durch die Verwertungsgesellschaften schützen. Also der Gesetzgeber wollte die GEMA-Mitglieder vor einem Missbrauch durch ihre eigene Verwertungsgesellschaft schützen. Und dann sagt er, bei den hier diskutierten Fällen, also da geht es um CSPL und so weiter, müssten aber eher die Verwertungsgesellschaften vor der Marktmacht der Majors geschützt werden. Das ist ja ein bemerkenswerter Satz, wenn der GEMA-Justiziar sagt, die GEMA muss vor der Marktmacht ihrer eigenen wichtigsten Mitglieder geschützt werden. Und das bringt es sehr, sehr treffend auf den Punkt. Die Verlage erlauben es sich eben, Rechte aufzuspalten, die zum Beispiel im Online-Bereich, jedenfalls auch in der Münchner Rechte, überhaupt nicht aufgeteilt werden können, nämlich die Rechte für den Online-Bereich, also hier das mechanische Recht und dort das Aufführungsrecht, wir haben es ja gerade von Herrn Steiner gehört, um dadurch zwei Dinge zu erreichen. Erstens mal eine Erhöhung der Einnahmen, denn wenn man zweimal passiert, kommt im Zweifel mehr raus als nur einmal. Also die ehemalige Tarife und die Zählers Battle und so weiter mit ihren eigenen Preislisten, um die natürlich auch Provider kaum mehr herumkommen, weil es eben das hochattraktive amerikanische Repertoire ist. Und dann kassieren sie eben zweimal und können daran im Grunde genommen nur gehindert werden durch eine klare Politik der Verwertungsgesellschaft, so wie aber jedenfalls die GEMA sich in ihrer unglaublichen Starrheit im Gegensatz beispielsweise zu Sassen nicht bequemt, nämlich entweder die Verleger zu bitten, aus der GEMA herauszugehen. Es gibt Verwertungsgesellschaften, wo Verleger nicht zugelassen sind. Das würde ja die Polen. Das würde ja die dann auch. Das würde ja die Verlage nicht daran hindern, ihre eigenen Verwertungsgesellschaften oder sonst etwas zu tun. Das machen sie ja schon, weil CELAS Paddle sind ja Verwertungsgesellschaften. Was denn sonst? Und, oder aber eine Flexibilität an den Tag zu legen, die bei der GEMA völlig fehlt. Bei der SASEN ist das der Fall. Die haben also sehr frühzeitig mit Universal, dem größten Verlag, ein Deal gemacht, wonach das also ziemlich reibungslos läuft. Also solange die GEMA diese starre Position einnimmt, glaube ich, dass es bei den Gerichten liegt, eine Entscheidung analog zu der vorgegebenen VGWort. Entscheidungen zu treffen, der das dann mal mitgeteilt wird. Herr Staat, Sie möchten dringend was dazu sagen. Ja, natürlich. Das sollte gerne noch geben. Das war jetzt wieder doch wieder eine Menge GEMA, aber ich sag mal was zur. Interessieren wir meisten. Oh, ja, das merkt man. Ja, das ist so viel. Lassen Sie mich was zu dem Verfahren sagen, was bei der VG Wort beklagt ist und was im Moment noch wohl in München anhängig ist. Sie haben am Anfang gesagt, das ist eigentlich eine sehr technische und eine sehr juristische Frage. Das ist auch richtig. Sie müssen diese Entscheidung mal lesen, dann weiß man, was da wirklich gesagt worden ist, wenn Sie sonst gelesen haben. Die Entscheidung sagt, jetzt etwas verkürzt, dass derjenige an den Ausschüttungen der VG Wort zu beteiligen ist, der als erster das Recht bei der VG Wort eingebracht hat. Das kann der Autor sein, so war es in dem Fall, den das Landgericht dann entschieden hat. Es kann aber auch der Verleger sein. Und wenn Sie das konsequent weiterdenken, ja, dann kann es eben der Verleger sein, der als erster ein Recht bei der VG Wort eingebracht hat. Und wenn nur derjenige zu beteiligen ist, der als erster das Recht eingebracht hat, dann bekommt der Verleger das Geld und nicht der Autor. Und ob das ein Ergebnis ist, was im Sinne der kollektiven Rechtewahrnehmung ist und auch der gemeinsamen Rechtewahrnehmung von Autoren und Verlagen, das mag man bezweifeln. Es ist jedenfalls nichts, was innerhalb der VG Wort von den Autoren und Verlagen gewünscht wäre. Nur ganz kurz, die Verlage und die Autoren haben sich innerhalb der VG Wort auf einen einheitlichen Verteilungsschlüssel geeinigt. Das haben sie vor vielen Jahren getan, als die VG Wort gegründet wurde. Es waren Verlage und Autoren, die seinerzeit die VG Wort gegründet haben. Es war eine gemeinsame Organisation von beiden. Und das ist bis heute. Ja. Und insofern ist diese Entscheidung, die eine technische Entscheidung ist,
problematisch, nicht nur für die Verleger, sondern auch für die Urheber. Und wenn Sie mal die Entscheidung jetzt beiseite lassen und wenn es vielleicht um die Frage geht, ob Verleger überhaupt sozusagen etwas zu bekommen haben oder ob Verleger überhaupt in einer Verwertungsgesellschaft vertreten werden können, dann kann ich nur sagen, wenn es nicht über abgetretene Rechte geht, so wie das bei Verlegern läuft, nämlich die Urheber treten in ihren Verlagsverträgen bestimmte Rechte an die Verleger ab, wenn das nicht mehr möglich wäre, solche Derivatenrechte in die Verwertungsgesellschaften einzubringen und bei den Vergütungen zu partizipieren, dann wäre die einzige Konsequenz, ein Leistungsschutzrecht für Verleger zu schaffen, so wie es das für Tonträgerhersteller und für Filmproduzenten bereits gibt. Also, dass am Ende sozusagen Verleger an diesen gesetzlichen Vergütungsansprüchen, die in der Frau geworden dass sie in die Wahl genommen werden, in keiner Weise zu beteiligen werden, das wird das Ergebnis nicht sein können. Sondern wenn die Konstruktion, die hier seit 50 Jahren in der Frau geworden in Deutschland besteht, wenn die am Ende des Tages nicht so funktionieren sollte, dann glaube ich, ist die einzige logische Konsequenz ein Leistungsschutzrecht für Verleger und dann eine Beteiligung, die völlig unstreitig ist, dass dann eine Beteiligung auch eines solchen Leistungsschutzrechtsinhabers an die Universität benötigt. Ein Leistungsschutzrecht würde das ja lösen, deswegen ist das bei der GVM. Ich habe eine klare Wortmeldung, muss ich Platz halten, aber ja. Ich schreibe Sie mit auf meine Liste. Also zuerst mal ist das eigentlich der wesentliche Punkt, sich Gedanken zu machen. Verwertungsgesellschaften, die Lizenzen aus dem Urheberrecht einsammeln, die sollten in allererster Linie wirklich den Urhebern zustehen. Natürlich diskutieren Sie jetzt drüber, ja, wir sehen das ähnlich wie ein Leistungsschutzrecht. Die Frage ist aber, wie gesagt, erstens, wenn Sie jetzt ein neues Leistungsschutzrecht eben für Buchverleger haben wollen, glaube ich nicht, dass es 40% dessen sein werden, wie es meinetwegen jetzt bei der GEMA der Fall ist, wo wirklich die Verleger zum Riesenteil an den Lizenzen, die nur Urhebern zustehen, beteiligt werden. Und die Frage darüber, ob ein Urheber seinem Verleger etwas abtreten möchte von dieser Lizenz, die ist schon erlaubt. Aber die muss der Urheber selbst bestimmen können. Und ich sehe es überhaupt nicht problematisch, dass ein Verleger, bleiben wir mal kurz im Musikbereich, ein Musikverleger, vielleicht wirklich großartige Arbeit für seinen Künstler macht und der Künstler das honorieren möchte. Aber das kann auch nach der Verwertungsgesellschaft passieren. Es muss nicht innerhalb der Verwertungsgesellschaft passieren. Und das ist für mich einer der wesentlichen Punkte. Und wenn ich mir jetzt dann noch anschaue, was den VG Worm-Fall betrifft, mit der Klage von Herrn Dr. Vogel, finde ich es auch schon sehr, sehr schade und auch sehr propagandistisch, dass dann die VG Wort erstmal komplett die Auszahlung aussetzt, obwohl der Urheberanteil überhaupt nicht strittig war. Der war nicht strittig. Nein, war er natürlich nicht. Da hätte man die Urheber bereits bezahlen können. Aber in dem Fall hat man natürlich dann auch noch sehr eine Riesenzahl von Autoren letztendlich, in deren Sinne es ja sogar ist, dass die ihre Anteile behalten, gegen den Herrn Vogel sogar aufgehetzt, regelrecht. Das war eine regelrechte Medienkampagne auf iRights.info, können Sie das alles nachlesen. Und ich finde, wesentlich ist, sicher können Sie darüber nachdenken, ob ein neues Leistungsschutzrecht für Buchverleger da sein muss. Und wir kommen sicher heute auch nochmal generell auf Leistungsschutzrecht für Presseverleger und viele andere Leistungsschutzrechte zu sprechen, welcher Sinn oder Unsinn dahinter steckt. Aber da gilt es natürlich zu sagen, ich wage zu bezweifeln, dass der Anteil da noch so groß ist und ich wage auch zu bezweifeln, ob in der Gesellschaft dafür noch Verständnis ist. Ja, ganz kurz, ich muss da kurz drauf wieder. Gerne kurz. Erstens Medienkampagne. Wir haben überhaupt keine Medienkampagne gemacht. Wir haben ausgesprochen nüchtern über diese Entscheidung berichtet und über das, was wir tun müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist keine Ausschüttung. Wir haben die Ausschüttungen für 2 Monate zurückstellen müssen, um die Auswirkungen dieses Urteils zu prüfen. Das ist, glaube ich, nichts, was man einer Verwertungsgesellschaft vorwerfen kann. Ganz im Gegenteil, das muss man machen, um das zu prüfen. Dritter Punkt, Sie sagen, Sie hätten den Urheberanteil ausschütten können. Ich habe am Anfang versucht, deutlich zu machen, dass die Sache nicht so einfach ist, sondern dass es durchaus sein kann, dass Rechte bei der VG Wort nicht als erstes von dem Urheber eingebracht worden sind, sondern vom Verlag eingebracht worden sind. In dem Fall haben Sie ein Problem damit,
Und wenn Sie diese Entscheidung des Landgerichts München nachvollziehen wollen, dann müssen Sie das Geld im Urheber wecken. Er haftet als Geschäftsführer. Ja. Also das mit Verlaub. Ich glaube, man kann uns bei der Behandlung dieses Falls wirklich keinen Vorwurf machen. Und wir werden sehen, wie jetzt das OLG München in der Sache entscheiden wird. Wir werden im nächsten Jahr in dieser Sache eine Entscheidung bekommen. Und dann wird man sehen, wie in dieser Rechtsstreit weitergeht. Nur nochmals. Und das finde ich bei dieser ganzen Diskussion, die auf der Grundlage dieses Urteils geführt wird, problematisch. Wenn am Ende des Tages über die VG Wort keine Vergütungen an Verleger auszuzahlen werden, dann frage ich Sie nur, was machen Sie dann? Wollen Sie wirklich, dass der Verleger an dem, was dort geschafft wird, an den verlegten Werken in keiner Weise partizipiert? Das glaube ich nicht, dass Sie das wirklich wollen. Dann müssen Sie konsequenterweise ein neues Leistungsschutzrecht schaffen. Und dann wird es eine Beteiligung der Verleger über ein solches Leistungsschutzrecht geben. Und wie hoch dann der Punkt ist, Entschuldigung, bitte, Herr Papi ist drin, dann kommt Herr Gerloff und dann haben Sie weiter umschalten. Ja. Also ich finde, das ist genau richtig. Hier muss die Diskussion ansetzen und Sie sind ja eine politische Partei, Sie wollen gestalten, also ja. Sollten Sie sich nicht damit aufhalten, welche rechtstechnischen Finessen da jetzt aufgetischt worden sind oder nicht. Letztendlich war es so, in der Vergangenheit haben alle von den Kuchen partizipiert. Urheber, leistungsschutzberechtigte Künstler und die Verwertungsindustrie. Für die Gruppe der Verleger wird das jetzt bestritten aus rechtstechnischen Gründen. Da braucht man sich eigentlich gar nicht genau mit befassen. Ich finde, es ist klar, dass das Ergebnis nicht sein kann, dass nur die Verleger nichts bekommen sollen. Aber die Filmproduzenten bekommen was, die Musiklabels bekommen was und so weiter. Sie haben also sozusagen nur die Wahl, richten Sie das System so, dass die Verleger nach wie vor was bekommen, genauso wie Labels und Produzenten und so weiter, oder sagen Sie, das könnten Sie sicher auf die Fahnen schreiben, nur die Urheber und die leistungsschutzberechtigten Künstler sollen was bekommen, die Verwertungsindustrie fliegt raus. So, das müsste dann aber durch die Bank weg sein, also dann müssten Sie sozusagen im Urhebergesetz das ändern. Die Frage ist, ob es klug ist. Also die Frage ist zunächst mal, ob es überhaupt geht, verfassungsrechtlich, aber lassen wir das mal weg. Ist es klug, wenn man als Urheber dann Verhandlungen führt mit seinem Verlag, mit seinem Filmproduzenten und es steht praktisch im Gesetz drin, dass man unverzichtbar von den Verwertungsgesellschaften X bekommt. Dann liegt es auf der Hand, dass der wirtschaftlich meistens Mächtigere sich das dann irgendwo andersrum wiederholt. Also man müsste sozusagen mal durchdenken, was dann die wirtschaftliche Konsequenz ist. Ich will über das ist die eigentliche Zustand. Das ist die eigentliche Diskussion und das ist ja auch völlig legitim. Nur nicht in diesem rechtstechnischen Sumpf da umholen. Das ist gar nicht so, der ist auch nicht nur rechtstechnischer Sumpf, sondern die Legitimation, warum dort direkt an der Lizenz wirklich nur ursächlich dem Urheber zusteht, dort abgegriffen wird. Und darüber kann man schon diskutieren und ganz ehrlich, Sie haben vollkommen recht. Also wir sind, ich würde nicht sagen, wir haben bisher als Partei keinen Beschluss dazu, aber ich glaube, dass, so wie ich die Stimmung innerhalb unserer Arbeitsgruppen sehen kann, dass natürlich schon kritisiert wird, dass es in der letzten Zeit regelrecht exponentiellen Zuwachs an neuen Verwertungsgesellschaften gibt im leistungsschutzrechtlichen Bereich. Es wird laufend über neue Leistungsschutzrechte nachgedacht, wo wir fragen, wäre es nicht sinnvoller, mehr Urhebervertragsrecht, mehr schneller Rechterückfall für den Urheber und dann eben gerade im Leistungsschutzbereich ein bisschen abzubauen. Das würde ich ganz gern so in die Runde werfen. Genau, und jetzt würde ich gerne wieder, ich habe sie auf meiner Liste, möchte aber zuerst, dann muss ich vielen Dank, Frau Dornheimer. Das sind ja ganz wichtige Punkte, die da genannt wurden. Wir haben das Problem bei uns nicht, weil die Labels ein eigenes Leistungsschutzrecht haben. Aber dieses grundsätzliche Problem, wer aus einer Verwertungsgesellschaft Geld, nämlich der die Rechte eingebracht hat, oder so wie es der Verteilungsplan vorsieht, das ist ein ganz, ganz wichtiges Problem. Und zwar insbesondere im Hinblick auf die Verhandlungsschwachen. Ja, das ist das große Problem, wenn Sie sagen, Vorrang des Verteilungsbereichs, also wenn Sie bisher war mal, wir sagen, egal was im Vertrag steht, wir haben einen Verteilungsplan, da kann ein Label jetzt mit irgendwelchen Abtretungen regeln, dass es zusätzlich noch den Künstleranteil bekommen wird, Vorrang des Verteilungsplans. Der Kreative behält seine Vergütung. Und daran legt dieses Urteil die Axt an, indem nämlich gesagt wird, derjenige, der zuerst diese Rechte hat,
oder jetzt hier Herr Kramm, so wie Sie sagen, so wie Sie sich dann vereinbart haben, so können ja freiwillig was abgeben. Was ist denn das für eine Freiwilligkeit? Derjenige, der dann das nicht durchsetzen kann im Vergleich zu seinen, in Beziehung zu seinem Verwerter, der ist die Rechte los. Und gerade die Diskussion fing ja an mit den Schwachen. Fing an mit, wie stärken wir das Repertoire, die Position der Schwachen. Und wenn Sie das jetzt zu einem machen, dass Sie sagen, hier gilt Vertragsfreiheit, Recht des Stärksten. Wir machen nicht mehr die Verbindlichkeit der Verteilungspläne, sondern es ist entscheidend, wer kriegt das Geld, der die Rechte einbracht. Dann sage ich Ihnen, entweder der Verleger vorher dafür, dass Ihnen die Rechte übertragen werden, oder der macht einen Vertrag mit seinem Autor, wo dann drin steht und danach gibt es mir aber nicht 60% oder 40% Verwertungsgesellschaftserlösen, sondern 70 oder 80 oder 100. Sie geben die ganze Schutzfunktion der Verteilungspläne der Verwertungsgesellschaften auf, wenn sie das komplett auf der Ebene der Vertragsfreiheit regeln. Das ist ein Riesenproblem, was daraus resultiert. Und diese reine juristische Betrachtung, als Jurist würde ich sagen, völlig richtig. Ja? Nur dieses Wahrnehmungsgesetz, mit dem Sie argumentieren, ist ja auf dem Modell GEMA damals gebaut worden. Und diese Kohabitation von Verlegern und Autoren, das war quasi die Grundlage dafür, und deshalb haben wir auch kein Leistungsschutzrecht, weil es diese Beteiligung gab. Das war einfach die Historie. Natürlich können Sie die Frage stellen, was erbringen die noch für eine Leistung? Das ist aber eine andere Frage, aber diese rein juristische Betrachtung, die haben doch gar keine eigene Frage. In unserer Gesellschaft wird immer Leistung gegen Geld ist ja hinterfragt. In dem Fall nicht. Man muss es halt trennen von der rein juristischen Betrachtung, sie haben keine Rechte eingebracht und deshalb geht Ihnen nicht zu. Es war so dieses historische Modell, das kann man natürlich überprüfen, aber wie gesagt, wenn dann letztlich nur noch das Recht des Stärkeren wird und das ist das Priorität. Sie verkehren ja. Wir hatten vorhin schon den Punkt, als im neuen Geschäftsmodell ging, dass wir festgestellt haben, zurückblicken, dass Angst ein sehr schlechter Ratgeber ist. Sie schüren hier gerade sehr stark, auch wenn wir nicht die großen Verwerter verteidigen, dann geht es allen kleinen Künstlern ganz schlecht. Das scheint mir auch wieder ein bisschen als Spiel der Angst, wenn wir da zusätzlich reingehen. Also, jeder hat natürlich die Brille auf, die er halt auf der Nase hat. Es ist ganz klar, dass Sie als GVL-Geschäftsführer das aus der GVL-Perspektive sehen. Und zwar haben zwei Gruppen von Berechtigten, zu denen beide Leistungsschutzrechteinhaber sind. Das ist also eine unvergleichliche Situation im Vergleich zur VG Wort. Bei der VG Wort unterstelle ich mal, dass die Verleger, also die Endverleger, ihre Mitglieder in aller Regel in etwa die gleichen Leistungen für ihre Urheber erbringen und dass das substanzielle Leistungen sind. Das wiederum kann man nicht auf die GEMA übertragen, sondern bei der GEMA haben sie natürlich aktive Verleger, die auch in möglichen Management-Funktionen sich reinkriegen und die viel für ihre Urheber tun. Und dann haben sie aber auch eine Menge, ich weiß es wirklich, von irgendwelchen Editionen, die also über 5 Stationen weiterverkauft worden sind, wo Leute sitzen, die Hand aufhalten, 40% hier, 33% da, also amerikanische sind offensichtlich, ohne einen Schlag dafür zu tun. Und das ist der Skandal. Deswegen ist die Empfehlung, oder gar die intransigente Position von Schneider daran, die nächsten 100 Jahre nichts ändern zu wollen, ist ziemlich unerträglich, weil ich muss einfach darauf schauen, was ist denn die Leistung und Gegenleistung. Und ich muss den Urhebern, die mit Verlegern leben müssen, weil sie sich mit denen vertraglich verbunden haben, die reine Schmarotzer sind, um es mal deutlich zu sagen, muss ich die Möglichkeit geben, das zu ändern. Und ich muss dazu gar nicht der Staat sein Leistungsschutzrecht irgendwie in die Welt rufen, sondern natürlich kann das nur über die Verlagsverträge, die ja weitergeschlossen werden, gehen. Und da gibt es eben dann eine Ziffer 4 oder Ziffer 9, wo drin steht, dass also mit den Erträgen, die der Urheber von der GEMA kassiert, Folgendes gemacht wird. Und da ist es natürlich richtig, dass da die Gefahr besteht, dass also die Urheber
über den Tisch gezogen werden. Ja, aber warum muss denn das, warum muss denn das generell so, so sein? Ja, weil es so ist. Weil es also wir reden über Verbesserungen des Urhebervertragsrechts. Wir wissen, wie die Situation ist im Urhebervertragsrecht. Jetzt wollen Sie sozusagen den Split der gesetzlichen Vergütungsanträge verlagern in die Individualverträge. Aber da werden Sie sich vorstellen können, wie das aussieht. Ich glaube, da hat Chino Gerner nicht irgendwelche Szenario gemalt, sondern war da an einem Punkt ausgesprochen realistisch. Nur lassen Sie mich noch mal eins zu den Verlagen sagen. Ja, ich noch nicht fertig. Das könnte ein Filmbereich sein. Lassen Sie mich. Ich bin dann auch da mein Punkt und meine Wortmeldung auch schon erledigt an der Stelle. Ich muss zu den Verlagen wissen, bei den Verlagen, die Mitglieder der VW Board sind, es gibt eine Vielzahl von kleinen Verlagen. Ja, Sie haben eben so gesagt, die großen Verwerter und so etwas. Das ist nicht der Markt im Buchbereich, sondern es gibt eine Vielzahl von kleinen Verlagen, von mittelständischen Verlagen, die nah an den Autoren dran sind, die super Job für die Autoren machen, die in einem unmittelbaren Kontakt sind, die eine große Leistung bringen. Ich wollte den Punkt durchaus von Ihnen aufgreifen. Nur ich wollte es nochmal hier in diese Richtung deutlich machen. Es ist nicht richtig, immer nur zu sprechen von den großen Verwertern oder so etwas. Es gibt da sehr unterschiedliche Verwerter und das gilt insbesondere im Verlagsbereich. Und wenn Sie sozusagen Verlage ausschließen wollen von diesen Vergütungsströmen, auch über eine Verwertungsgesellschaft, dann schaden Sie auch der kulturellen Vielfalt. Denn die Verlage, im Buchbereich selbstverständlich leisten die etwas zur kulturellen Vielfalt. Natürlich, als sollen sie auch immer weiter. Und wenn der Urheber dann weil er mit seinem Verlag glücklich und zufrieden ist, dann eine Lösung findet, die das honoriert, dann ist es doch das Selbstverständlichste der Welt. Ich selber als Urheber gehe zu dem Verwerter, wo ich sehe, der glaubt an mich und dann mache ich mit ihm auch einen Deal. Ich muss ihn nur nicht automatisch honorieren, weil ich dadurch nämlich nur bevorzuge, dass der letztendlich mit meinem Repertoire Schindluder macht. Ich muss doch dem Urheber die Möglichkeit, die Kontrolle auszuüben, gegenüber seinem Verlag. Das ist der wesentliche Punkt. Wenn Sie das Spiegelbild, ich wollte noch das von Ihnen zurückbekommen, wenn Sie einfach als Vergleich Spiegelbild im angloamerikanischen Bereich, also diese Major Publisher Gründungen wie Cedars, Packard und so weiter, die kassieren die ganze Kohle, ja? Aber die Kohle, die kriegen, wird dann selbstverständlich entsprechend der Regelung im Verlagsvertrag geregelt. Das heißt, auch dort, auch wenn das Geld aus unserer Sicht auf der falschen Seite, nämlich nur bei dem Verlag, 100% beim Verlag, entscheidet letztlich der Verlagsvertrag, wie diese so inkassierten Beträge dann mit den Kreativen geteilt werden. Und natürlich, da weiß keiner, aus dem Faden spielt es eine Rolle, wie wichtig der einzelne Urheber für den einzelnen Verlag ist. Ja, aber wieso denn auch nicht? Warum soll denn nicht ein Urheber, der Erfolg hat, der erfolgreich ist, dem Verleger sagen, pass mal auf, ich gebe dir 25%. Kreativen beteiligen sollen, die nicht die großen Megastars sind. Ja, wenn Ihr Modell führt dazu, dass die Megastars vielleicht was rausbekommen, aber die kleineren, die größeren Bürger kriegen es nicht. Nein, das ist das Hauptproblem. Aber genau, Sie auch dann. Doch, bitte. Das ist das Hauptproblem der Kreativen, ist, dass die letzten Endes überhaupt keine Marktmacht haben. Das heißt, sie sind völlig austauschbar für die Verleger. Und insofern nützen natürlich auch die Verwaltungsgesellschaften. Das heißt, die Argumentation, die wiederholen will, die Verwaltungsgesellschaft das Geld einem zahlen, zumindest ein Teil raus, oder nicht, das ist in der rechten Tasche, rechts ist in der rechten Tasche, linke Tasche, das ist so. Ich bin mir nicht sicher. Ob jetzt diese Argumentation nicht, ich bin ja gleich zum Beispiel, ich auch genauso bin ich auch. Ich bin insofern d'accord, wenn ich zum Beispiel an das Presseleistungsschutzrecht denke. Dann denke ich mir, da heißt es jetzt Urheber, oder die Autoren sollen beteiligt werden am Ergebnis des Presseleistungsschutzrechts. Ich weiß genau, der Autor fängt an mit 3.000 €, der kriegt jetzt Rollen das Presseleistungsschutzrecht rein, zusätzlich dann verringert sich das Gehalt beim nächsten, der eingestellt wird auf 2.800 letztens. Das heißt, da wird. Was der bekommt, ist sozusagen die Gesamtsumme, die setzt zusammen aus dem, was der Verlag bekommt, und der Bund im ganzen Schutzrecht nicht. Das heißt, die Situation für die Journalisten wird sich nicht
langfristig, vielleicht für 2-3 Jahre maximal verbessern. Danach wird sich sogar eher verschlechtern, weil wieder das typische bekommene Politisierung solche zusätzliche Rechte einbauen. Aber die Argumentation ist meines Erachtens deswegen hier nicht unbedingt richtig, weil wir eben gerade bei der VG Wort oder so eben nicht diese Position haben, dass die Schwachen sind. Das heißt, die sind ja unwahrscheinlich stark ausgestattet, letztendlich vom Staat bei der Wahrnehmung dieser Rechte. Wenn sie die sozusagen exklusiv nur für die Autoren wahrnehmen, kann es sein, das ist richtig, es kann natürlich sein, dass es gibt eine ganze Menge sehr viele kleine Verlage, die jetzt rum und die überleben davon, dass sie 30 Titel rausbringen, wo sie bei jedem Titel ein bisschen was von der VG Wort bekommen. Das kann passieren, ich glaube nicht, dass sich das wirklich tatsächlich auswirken wird auf die Honorare der Autoren, weil diese Autoren, wenn sie kleine Verlage sind, kriegen auch was mit. Das heißt, die kriegen ihren Vorschuss, den werden sie aber rechnen anhand des zukünftigen Gewinns typischerweise. Also ich glaube nicht, dass da sich wirklich bei der VG Wort was zum Nachteil der Autoren ergeben würde. Wie gesagt, kleinere Verlage mögen können Probleme kriegen, die größeren Publikationen sind jetzt einfach auch wieder besonders. Also das... Ich sehe den großen Redebedarf, aber ich wollte auch noch was anderes einbinden. Ich wollte nur einen kurzen Kommentar geben und verpfennigen wollte auch. Also wenn man konstruktiv was tun will im Musikverlagsbereich, dann sollten Sie was tun gegen die Zwangsverlagsnahme. Das ist so, sie sind Zwangsverlagsnahme. Sie sind Filmkommunist, sind eigentlich ohne Verlagsrecht und würden dann auch von der GEMA 100% Ausschüttung bekommen. Aber um den Deal mit RTL zu bekommen oder mit einem anderen Sender, werden sie gezwungen, dort in einen Verlag einzusteigen, der hausinterne Verlag sozusagen von RTL. Sonst kriegen sie den Deal nicht. Und dann sind sie natürlich, haben sie eine Verlegerbeteiligung und wenn dann die GEMA-Ausschüttung kommt, geht dann 40 oder was weiß ich, Prozent an diesen RTL-Verlag und das ist für RTL sozusagen ein Kickback. Die zahlen erst Geld an die GEMA für die Nutzung ihrer Musik und dann kriegt der hauseigene Verlag irgendwo 30%, 40% zurück und dann war es halt nicht ganz so teuer. Und der Filmkomponist, der hatte keine andere Wahl. Da hat übrigens der Europäische Komponistenverband extra Klage eingereicht. Sie können sich vorstellen, dass so eine Klage einzureichen, kommt Berufsverbot gleich. Weil wenn Sie als einzelner Filmkommunist sagen, wir, die Praxis taugt mir nicht, dann ja, kriegen wir keine Aufträge mehr. Deswegen sind wir alle froh, dass dieser Verband das endlich mal gemacht hat. Also das sind so Sachen, da gebe ich Ihnen recht, da kann man auch wirklich mal versuchen, Missstände aufzuräumen. Diese Erpressung ist ja eben nur möglich, weil es diese GEMA-Verteilung gibt. Weil sonst hätten die Verleger ja nicht die Bibel mehr. Das würden sie nicht machen. Zu diesem Geld von den Staatenprojekten ein Beispiel aus einem anderen Bereich genannt, als die Künstlersozialversicherung eingeführt wurde, gab es ja eine verwehrte Abgabe, nämlich die eine Hälfte zahlt der Künstler nicht versehen, die andere Hälfte zahlt der Verwerter. In den Bereichen, in dem Journalismus, wo es schwache Urheber und starke Verwerter gab, nämlich Presseverlage und so weiter, Bildverbote, haben die diesen verwehrten Anteil der Künstlersozialversicherung 1:1 von der Verwerter. Also zu sagen, wenn man den Verwertern das Geld wegnimmt, die holen sich das nicht nur woanders, die Urheber können sich das in den Verträgen sichern, das ist total naiv, das läuft so nicht. Bei der Künstlersozialversicherung ist das nur gut gegangen in Bereichen, wo es diese sogenannten Ausgleichsvereinigungen gab, wo man erreicht hat, dass ganze Branchen diese Abgabe aus einem Topf bezahlt haben. Wir haben das damals in der Bildungs- mit dem Kunsthalle hingekriegt, um diese direkte Konfrontation zwischen dem Urheber, in dem Fall dem Künstler und seinen Galeristen, aufzuheben. Die Galeristen haben irgendwelche Pauschalen bezahlt und wussten nicht mehr, wie viel davon dem einzelnen Künstler zugute kam, deswegen konnten sie sich auch nicht abziehen. Und das ist eben das Modell dieser Verwertungsgesellschaften, gerade der VG Wort und der VG Refus in bestimmten Bereichen, das ja zurückgeht, das muss man ja auch mal überlegen, als 1972 die Bibliothekssatierung geschaffen wurde. Im Grunde, um den Schriftstellern eine Sozialversicherung damals zu verschaffen, als es die Künstlersozialkasse noch nicht gab, war klar für den Gesetzgeber, dass die Verleger einen Anteil bekamen und dass die Autoren einen Anteil bekamen. Das war das Geschäftsmodell der VG Wort, dass der Gesetzgeber, Willy Brandt hat es damals als Bundeskanzler ermöglicht, so geregelt hat. Und von der Zeit an sind die Verleger in der VG Wort beteiligt worden und auch der Vogel, als er noch der Aufsichtsbeamte war, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, hat in der Form die Bildkunst dazu tendiert, die Verlegerbeteiligung für die Fotokopiervergütung einzuführen, so wie die VG Wort es hat. Herr Dr. Vogel hat das damals, als ich Geschäftsführer war, der VG Bildkunst empfohlen, Buchverleger aufzunehmen, die VG Bildkunst,
und ihm den gleichen Verlegeranteil zu geben aus der privaten Vervielfältigung, also der Reprografie, wie jeder Frau gewahrt ist, im Regelfall. Dann hat er sich das später anders überlegt, als Bücher die Frage gegangen. Ich sage Ihnen nur, da gab auch jetzt gibt es eine Situation, in der die Buchverleger, man mag sie mögen oder nicht, wirklich einen gewachsenen Bestand haben. Und wenn man ihn den jetzt wegnimmt, wenn jemand sagt, die Buchverleger fliegen jetzt auch überall raus, die Musikverleger gleich mit, aber die Filmproduzenten, über die wird hier noch gar nicht geredet, das sind die Allerschlimmsten, die den Bürgern das meiste wegnehmen, davon weiß Herr Kohl ganz viel, weil er vertritt. Wenn man die mal beiseite lässt, dann muss man feststellen, dass am Ende des Tages die Verleger sich das Geld zurückholen werden. Das ist klar. Und erstmal, wenn es zum Verfassungsrecht geht, wegen Enteignung das Geld sowieso bekommen, dann kriegen sie ein Leistungsschutzrecht. Unterm Strich wird es genauso bleiben. Aber die Schutzfunktion, die jetzt die Frau gebaut hat, die Schutzfunktion, wo der Autor sagen kann, egal was ich für ein Knebelvertrag unterschreibe, ich selber kriege keinen Vertrag mehr vorgelegt, wenn ich Texte schreibe, wo mir irgendein Recht verbleibt heute, als Nebenautor ist das nicht so wichtig. Man kann das alles unterschreiben, wenn man weiß, in der Folge Wort kriegt man, egal wie die Vertragssituation ist, wenigstens seine Quote, wenn fotokopiert wird und wenn alle möglichen anderen Nutzungen stattfinden. Und wenn das jetzt alles sozusagen reduziert werden soll auf Prioritätenfragen und andere Fragen und aufs Vertragsrecht zurückverlagert wird, die Autoren werden am Ende die Leidtragenden sein. Für den Wortbereich unterstelle ich das einfach mal als richtig, im Musikbereich sieht es wirklich anders aus. Gut, aber ich will jetzt vom Wortbereich, im Filmbereich, jetzt nicht, da haben Sie Glück, Herr Paul, das sollten Sie mal auch nochmal nicht sagen. Sie sollen jetzt in diesem Filmbereich, haben Sie gesehen, dass Sie da falsch spielen, waren Produzenten. Gut, das diskutieren wir weiter. Ich denke auch, Bruno, sind wir in Sachen Verlage ein Schritt weiter? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, aber es war ja auch klar, dass es ein relativ offener Diskurs ist. Jetzt könnten wir natürlich auch noch mal gerne auf dieses Leistungsschutzrecht für Presseverleger eingehen. Das war okay. Ein sehr aktuelles, spannendes Thema. Wir diskutieren diverse Leistungsschutzrechte gerade. Eins wird gerade auf der politischen Bühne ganz groß diskutiert: Leistungsschutzrecht für Presse. Wir hatten gerade, ich habe hier schon erwähnt, dass es eine Frage linke Tasche, rechte Tasche ist. Für die Journalisten, glaube ich, ist es ganz schnell, dass die reinkommen über das Leistungsschutzrecht, wird sich ganz schnell im Gehalt den Überschlag, das ist spätestens bei den Neueinstellungen, im Journalisten wird sofort reduziert werden. Also das heißt, das kommt. Wenn was reinkommen sollte, ich sage mal, ich glaube nicht, dass das überhaupt nicht so, ja. Völlig waschen. Wie soll das sein, wenn Google davor überhaupt nichts bezahlt, der GEMA nichts bezahlt für die Nutzung, die davor genommen werden? Wieso sollen die denn den deutschen Verleger nichts bezahlen? Die sitzen in Kalifornien und lassen sich dort vielleicht Partner schreiben. Das heißt, kein Vorteil. Warum will denn dann überhaupt jemand dieses Recht haben, wenn es eh schon niemand für erfolgreich ist? Ich glaube ganz ehrlich, dieses Recht ist ein Kalkül von Springern, von Uhren des Endes, um hier den Markt besser beherrschen zu können. Das ist wirklich ein Kalkül, dass man auf diese Art und Weise rankommt, um auch wirklich kleinere Zeitungen und so weiter aufkaufen zu können, beziehungsweise aus dem Markt gehen zu können. Jetzt diese Zweck, das heißt, bei solchen Monopolrechten, hat es eigentlich immer diese Eigenschaft letzten Endes, dass diejenigen, die stärksten am Markt sind, am meisten davon profitieren und letzten Endes ihre Position sichern. Das kriegt man mit, wenn man sich anschaut, wer tritt eigentlich für Softwarepatente. Das ist IBM, das ist Microsoft, das ist Oracle, das sind die Marktführer. Die kommen zwar an und behaupten, sie würden eintreten für die Schwachen, für die Kleinen, aber letzten Endes, es war schon immer so, das heißt, letzten Endes, diese Monopole, die man geschaffen hat in einer Branche, die so geworden, haben eigentlich immer nur letzten Endes den Marktführer geholfen, ihre Position abzusichern gegen Newcomer. Das ist der Zweck auch letzten Endes dieser Monopole, dass man den Newcomer, den Wettbewerber ausschaltet. Und das passiert letzten Endes auch die Monopole. Also da kann man eine Tradition über Jahrhunderte letzten Endes sehen. Die Monopole wurden bekämpft von den Newcomern erstmal. Das heißt, die Industrie ist wieder hergegangen, hat die Monopole der Zünfte bekämpft, bis sie selbst dann die Zünfte klein gehauen haben im 19. Jahrhundert und dann haben sie ihre eigene Monopole, die Patente geschaffen. Und genau, und dieser Ablauf, der findet letztendlich auch, das heißt, die Befürchtung, die wir eben letztendlich haben müssen, ist natürlich, dass was Google jetzt macht, ist natürlich zum Beispiel, dass sie wollen partizipieren an den Gewinnen und es halt andere machen. Mit Google Books zum Beispiel. Das ist ganz klar. Aber wenn dann die anderen wechseln, dann sind Sie in der Position. Herr Schwarz, bevor Sie alle noch kurz beschreiben. Wenn Sie wechseln. Haben wir denn überhaupt jemanden am Tisch, der das Leistungsschutzrecht aktiv vorbereitet?
fordert und es für eine gute Sache hielt. Verdi fand es alles, glaube ich, ganz okay. Nein, nein. Also, ja, das ist lass doch mal die Damen und Herren von der selbst sprechen. Das ist ja da, Entschuldigung. Das ist so verkauft. Ja, ja. Ich schon gegangen. Ich wollte vielleicht rauchen, hier stimmt schon wieder. Aber da habe ich einfach nein, Verdi hat nie gesagt, aktiv, wir schleißen schon Zeit. Man muss sich einfach auch mal klar machen, wie diese Forderung entstanden ist. Das war ein Versprechen im Koalitionsvertrag. Man macht das gegenüber den Verlegern. Verdi hat dezidiert gesagt, wenn ein Leistungsschutzrecht kommt, dann nur, also sozusagen von uns sozusagen nur begleitet, wenn die Urheber angemessen beteiligt werden. Das, was jetzt, genau, was jetzt gerade, was ja schon gesagt worden ist, wo nichts ist, kann auch nicht ja, beteiligt werden. Also null ist dann, ne, also faktisch muss man natürlich ein Stück weit auch nochmal gucken, dass Verdi ist ja so ein bisschen mehr aufgestellt als im Medienbereich nur ausschließlich als Urheber. Natürlich ist das Bestreben, das ist ja nur die Frage, die man wohl will. Es ist ja faktisch so, dass die Frage des, ich sag mal, Medienbereichs sich sehr umrichtet, faktisch. Das ist ja keine Frage. Also die Verleger generieren ja nicht mehr sozusagen das große Geld aus dem Zeitungsverkauf. Insofern ist da so ein Umbruch drin, den, ich sag jetzt mal, auch andere Kollegen, die wir auch vertreten, ein Stück weit auch durchaus betrifft, nämlich die Frage, was ist im Druckbereich, was ist, also da bricht ja das Level, wo können wir Verlag was an Geld generieren. Plus wie gesagt, der Vorschuss kann eindeutig von der Verlagsseite und leider gesagt nur mit und auch der VW nur mit den Urhebern sprechen. Und das, wollen Sie das Leistungsschutzrecht überhaupt haben? Ja, also ich halte es jedenfalls für technisch nicht besonders glücklich formuliert. Und damit sind wir wieder bei der Diskussion, die wir im Grunde genommen vorher schon hatten. Wenn Sie einen Vergütungsanspruch für Urheber in ein solches Gesetz reinschreiben, die aber nicht verwertungsgesellschaftsrichtig ausgestaltet, dann würde er nichts wert sein. Ja? Insofern, selbst wenn es eine Vergütung über das Leistungsschutzrecht geben sollte, wenn sie fließen sollte, dann glaube ich nicht, dass etwas bei den Urhebern ankommt, solange man keine Verwertungsgesellschaftspflicht vorsieht für diesen Vergütungsanspruch. Weil individuell, ich weiß nicht, was Ihre Perspektive ist, aber individuell glaube ich, für einen solchen Vergütungsanspruch, der abtretbar ist, der verzichtbar ist, ruckzuck weg. Das ist noch nicht vorgesehen. Das ist nicht vorgesehen. Das ist keine Verwertungsgesellschaftspflicht vorgesehen. Und insofern, und es gibt noch eine Reihe von anderen Punkten in technischer Hinsicht, die das Leistungsschutzrecht sehr problematisch ist. Die ganze Konstruktion, die ist aufgebaut, ist auch urheberrechtlich, ist problematisch. Kurzum, es gäbe zumindest, wenn man ein solches Leistungsschutzrecht einführen wollte, noch einen erheblichen Nachbesserungsbedarf. Aber das ist doch schön, dass wir ein Thema haben, bei dem wir uns zumindest halbwegs einig sind, nämlich dass diese Gesetze und so wie jetzt keinen Sinn macht. Dann, ich denke, wir sollten irgendwie gucken, dass wir in absehbarer Zeit Schluss machen, die Konzentration im Kopf sich auch so langsam. Ich würde gerne nochmal vielleicht ein bisschen anderes Thema aufgreifen, vielleicht auch mal kurz ein bisschen Kreativität anregen. 3D-Drucker. Wir haben jetzt, also wir sehen im Digitalen, dass sich eben das physische, das Recht, das sich auf physische Werke bezieht, nicht mehr funktioniert im digitalen Zeitalter. Jetzt scheint es, als geht die nächste Revolution los, wenn wir auch Physisches quasi unlimitiert vervielfältigen können. Welche Herausforderung steht denn da an? Macht sich irgendjemand, Herr Gellert, Sie quasi schon ein... Ja, vielleicht können wir auch einfach ein bisschen mehr spontan und die Glocke ausklingen lassen. Dann. Das ist auch gleichzeitig ein Exkurs zu dieser Kopierabgabe, die wir sie jetzt haben. Also letztlich ist die Frage, ob zweidimensionale oder dreidimensionale Vervielfältigung ja unerheblich. Also jetzt von der reinen Systematik her, ob Sie Henry Moore mit irgendwie einem dieser Drucker reproduzieren oder eine Picasso-Grafik kopieren, ist ja von der Sache her nicht wirklich ein Unterschied. Also da Urheberrecht ja, wenn es im rein privaten Bereich stattfindet, sowieso nicht jedenfalls lizenzierungspflichtig ist, das ist eine Frage letztlich der Abgabe im Rahmen der Privatkopie. Und da freue ich mich ehrlich gesagt auf die Erhebung, denn nach dem Gesetz müssen ja die Kreativen, um überhaupt ihr Geld
von den dann Importeuren oder Produzenten dieser wirklich beeindruckenden Drucker, also ich habe mir das angeguckt, das ist super, zu bekommen. Da müsste dann ja wieder nach der Idee des Gesetzgebers der Urheber im Einzelnen nachweisen, was ist kopiert worden. Also diese empirischen Untersuchungen im Hinblick mit 3D-Drucken, wo sie ja eine unerschöpfliche Vielfalt an Vorlagen haben, das will ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Es zeigt, dass spätestens da eigentlich dieses bisherige System, was jetzt schon nicht funktioniert, komplett am Rande ist. Aber ansonsten, denke ich mal, wird es für die kommerziellen, viel zu teuer sein. Also das wird, ich weiß nicht, ihr kennt euch da besser aus, keiner wird Plastiken vervielfältigen. Wirklich spannend ist es natürlich, wenn ich online bin. Darauf freue ich mich schon, wenn das Ganze tatsächlich über Online-Nutzung gedruckt werden kann. Dann haben wir da vielleicht auch das nicht mehr zugänglich machen im 3D-Bereich. Da kommen wir dann tatsächlich in der Dimension. Aber im Grunde ist es rein rechtlich, auch von der Administration nicht eine wirkliche Herausforderung. Worauf ich mich sehr freue, das betrifft dann aber mehr das VG Bildkunst, wenn man sowas durchgesetzt hat, dass man da endlich mal Geräte hat, die so teuer sind, dass da auch wenigstens noch der anständige Anteil für die Urheber bezahlt werden kann. Das ist ja im Moment so. Im Moment ist es so, Sie haben ja ein Gesetz, letztlich geht es um die Wert der genutzten Rechte, das ist die schöne Theorie, die müssen nachgewiesen werden. Und nach ganz, ganz viel Wohl und Aufwand steht im Gesetz dann drin, die Abgabe darf aber nicht den abgabepflichtigen Unvermittlung verhältnismäßig belasten und muss der nachständigen Belastung zum Gerätepreis stehen. Das ist das große Problem immer, wonach die normalen Nutzung eigentlich die Rechte nicht richtig gezahlt wird. Bei den 3D-Druckern, die ja dann noch im Moment in der Anfangsphase jedenfalls, glaube ich, so fünfstellig kosten, kann man ja. Nein, ich habe mir einmal in der FU angeguckt, dass oder allein dieses Material, was Sie da brauchen, Sie können zwar die Mastertäte wunderbar abdrucken, aber. Ich war neulich in einem Hackerspace, die tatsächlich einen 3D-Drucker hatten, der in der Lage war, wir hatten ganz wenige Metallteile, die sich noch im Walmart besorgt haben, alle anderen Teile für den zweiten 3D-Drucker kamen aus dem ersten 3D-Drucker. Und dann wird nämlich diese Kopierabgabe, dann wird es nämlich wirklich spannend, wenn ich eine exponentielle Vervielfältigung habe, dann, erstens grundsätzlich an, weil es gibt irgendwann keine Wurzelgruppen mehr. Auch nicht mehr online zugänglich, jetzt heute schon. Ich kann heute schon Vorlagen nach dem schicken und die machen das und nicht mehr ab. Das Material ist immer billiger. Es gibt 3D-Drucker, die mit so einer Art flüssigen Holz funktionieren, also quasi Sperrholz ausdrucken. Es gibt welche, die Schokolade können, das ist irgendwie auch kein so teurer Rohstoff. Ich glaube, da kommen wir in ganz ungeahnte Weisen nochmal. Und ich würde mich total freuen, wenn es da nochmal so ein bisschen Gedanken dazu gäbe. Also meine Meinung ist, das ist weniger das Problem ist aus dem Urheberrechtsbereich, weil das stimmt natürlich letzten Endes, ob das jetzt 3D, 2D oder du wirst auch wieder die zweite Preise für die Dimension ist. Sondern das ist ein Problem des Patentrechts, weil das Patentrecht nur gewerbliche Kopien erfasst. Das heißt, da werden sich dann die Patentinhaber ankommen und werden sich beschweren, dass jetzt ich sozusagen bei mir zu Hause und nicht gewerblich dann eben patentrechtlich geschützte Sachen kopieren kann, herstellen kann. Das wird, glaube ich, das Problem sein, was am ehesten. Was betrifft das Problem, dass das erste am ehesten rausgekommen ist, weil das Patentrecht ist ja anders als das Urheberrecht. Also, es gibt ja drei Abstufungen, bei der Software ist auch die private Kopie nicht erlaubt, beziehungsweise ja schon nicht mehr verhütungspflichtig, sondern es ist grundsätzlich verboten. Dann gibt es diese typische normalerweise private Kopie gegen einen Ausgleich mit Verwertungsgesellschaften. Und beim Patentrecht haben wir nur das mögliche gewerbliche Anbieten oder Bewerben oder Importieren erfasst wird. Das heißt, im privaten Bereich würden dann diese ganzen Sachen wegfallen und da würden wir die ersten Patentleute Probleme kriegen werden. Bei der Kunst, beim Urheberrecht kommt es ja nicht auch an, ob es 2D oder 3D ist. Das ist nämlich gleich. Also im Kunstbereich ist es natürlich ein Problem, wenn ich Picasso kopiere mit so einem 3D-Drucker. Heutzutage haben wir halt Ablichtungen,
worüber wir dann reden, urheberrechtlich, und das wird dann auch noch verschärft. Aber ich glaube, das ist dann auch eher ein Problem. Also es ist ein urheberrechtliches Problem, aber im Kunstmarkt wird es dann nochmal ein wichtiges Problem, weil die Unterscheidung zwischen Original und Fälschung, da kommen wir in den Bereich rein. Dann ich wollte nicht nur sagen, schade. Also ich glaube auch da tatsächlich, es kam jetzt gerade ein paar Mal, ob das zwei oder drei Kopien sind. Ich glaube, das greift weit zu kurz. Also wenn ich ein Gerät habe, das ich selbst reproduzieren kann, dann kann ich da nicht analog des heutigen Modells eines Farb- oder Wasserdruckkopierers Abgaben aufhängen. Genau, aber die Ausführung fand ich sehr spannend, aber was Sie gerade gesagt haben, ob das 2 oder 3 ist, das ist, glaube ich. Also, ich bin der Meinung, wenn diese 3D-Drucker so weit ausgereift sind, dass sie tatsächlich Dinge kopieren können, also nicht nur Papier oder ganz einfach, sondern auch Schokolade. Dann muss man auch sich eine gesetzgeberische Reaktion überlegen. Man kann nämlich, wir haben dann bestimmt so eine Phase, wo wieder das alte Gesetz da ist, aber dann muss man sich da schon mal auch Gedanken machen, wie man damit umgeht. Wobei, du weißt nicht, ob es als ich habe nur um jetzt genau mal zu sagen, ich sehe ja spätestens da dieser Nachweis der Untersuchung als unmöglich zu machen, der jetzt im Gesetz steht, weil du dann eben ja nachweisen musst als Rechteinhaber, was da genau an einzelnen Vorbildern überhaupt gedruckt wurde, wie soll man das denn kategorisieren? Das ist also, glaube ich, Ich glaube, da müssen Sie eine eigene Konferenz zu machen. Das machen wir, aber. Ich muss noch eine Verständnisfrage noch stellen, Frau Donner. Wo sehen Sie den qualitativen Unterschied zwischen einem neuen technischen Gerät wie den 3D-Drucker, die also jetzt relativ frisch sind und langsam eben in den Hardspaces zu finden? Eine CNC-Fräse zum Beispiel. Eine CNC-Fräse kann momentan, zum Beispiel, das ist der Punkt, dass ich ihn gerade so hänge, sich nicht selber nachbauen, also nicht in dem Maße. Und ist auch, also eine Fräse ist eine Fräse, ich habe nur Grundlagen gesagt, der Ingenieur, 3D-Drucker sind tatsächlich weit mehr in der Lage und sind eben auch, also eine CNC-Fräse liegt immer noch im mindestens. Ich glaube, ja, genau, mindestens sechsstelligen Bereich hierfür. Und die 3D-Drucker, da gibt es mittlerweile einfache Bausätze für momentan um ein paar hundert Euro. Das ist genau der Punkt, wie Buch gedruckt per Hand abschreiben ist mühsam. Es ist die erste Form kopiert. Heute kann jeder binnen Nanosekunden Tausend von Seiten kopieren. Das ist also die Massenverbreitung. Ich habe eine Verständnisfrage, weil ich in der Zeit nicht wirklich. Diese finanzielle Ersthürde, die bei anderen Technologien viel länger gedauert hat zu überwinden, ist bei 3D-Druckern jetzt innerhalb von einem Jahr einfach eingebrochen. Insofern wird es auch ein echt ganz spannender neuer Markt, der natürlich dann auch urheberrechtlich viele Fragen aufwirft. Aber da sind wir natürlich dann eher bei der Überlegung, da hilft zum Beispiel eine Fair-Use-Regelung auch immer. Unglaublich bei solchen Technologien, einfach erstmal auszuprobieren, was ergeben sich für neue Märkte, um dann hinterher ja zu entscheiden, müssen wir da Honorierungsmodelle finden. Weil damit entstehen dann einen schönen Abschluss, genau die Marketing-Ideen, die eben gerade kleinen Wettbewerbern eine Chance geben, mit ihren Ideen an den Start zu gehen, anstelle sie von vornherein auszuschließen, weil sie einfach nicht diese hohen Zugangserschwernisse von grundsätzlichen Lizenzen, die den großen Konzernen leicht fallen, nämlich sonst nicht reißen können. Und deswegen, insofern, gerade für diese neuen Technologien ist Fair Use ein echter Segen für die Demokratisierung und alle möglichen Prozesse. Gut, bevor es jetzt ganz auflöst, möchte ich noch den Verbliebenen ganz herzlich danken, dass auch Sie heute den Weg hierher gefunden haben und mit uns diskutiert haben. Ich hoffe sehr, dass es nicht letzteres bleiben wird. Ich darf Sie, wenn Sie noch nicht los müssen, noch mal zu ein paar Keksen einladen. Nehmt euch den Keks von euch. Ich wünsche Ihnen nochmal allen ein ganz, ganz schönes